Schneesport auf SRF mit Raiffeisen. Helvetia. BKW. Und Swisscom. Kino hoch 2. Ich erinnere mich an alles. Aber du kennst nicht die Wahrheit darüber, was sie dir angetan haben. Wir wurden gerade gehackt. Er will uns vernichten und das werden wir nicht erlauben. Ich habe mich freiwillig gemeldet wegen einer Lüge. Sie werden niemals Frieden finden, bis sie sich selbst eingestehen, wer sie wirklich sind. Jason Bourne. Sonntag, 20.05 Uhr, SRF 2. SRF Schweizer Filmpremiere. Happy Birthday. Ein beschauliches Familienleben. Erzähl alle, dass du mein Geheimnis bist. Eine verborgene Affäre mit einem illegalen Einwanderer. Wir brauchen irgendein Dokument, das sie persönlich ausweist. Eine Familie zwischen Liebe und Verrat. Du bist mit der Spitalerin. Wo bist du? Ich weiß alles. Spagat. Mittwoch, 20.10 Uhr, SRF 2. Für alle, die diese Ärzte so vermisst haben. Ihr müsst es nicht allein durchstehen. Kommt jetzt die neue Staffeltherapie. Zu wissen, dass jemand für einen da ist, ist unbezahlbar. Die Free-TV-Premiere mit Doppelfolgen. Schön, wieder zurück zu sein. Grey's Anatomy ab 21. März, SRF 2. Sabo Schweizer Öl. Dein Essen wartet auf nichts anderes. Wochenaktion bei Coop. Find bei Mr. Specs jetzt ganz einfach die Brille, die zu dir passt. Entdeck spannende Marken. Check direkt am Screen, welches Modell dir steht. Oder dort, wo du dich am wohlsten fühlst. Mr. Specs. Probier's einfach aus. Jetzt sparen mit dem Aldi Super Deal. Bis morgen. Pullefilet Schnetzlitz minus 30%. Thunfisch-Snack 40% günstiger und Tortilla-Chips minus 41%. Aldi, mehr fürs Leben. Der Dyson Corel Haglätter. Mit biegsamen Heizplatten aus Mangan-Kupferlegierung. Die Haare umschließen. Für verbessertes Stylen. Mit 50% weniger Haarschäden. Ohne Kabel. Dyson Corel. Jetzt 30 Tage risikofrei testen auf dyson.ch. Weil wir keine Bank sind, gibt's deinen Kredit schon ab günstigen 3,5%. Lend.ch. Making Finance fair for you. Wir machen HelloFresh noch, dass es so einfach. Mit einer grossen Auswahl an feinen Gerichten für jeden Geschmack. Mit allem, was du dafür brauchst. Denn wenn es dir passt, so kochst du ganz einfach und entspannt. Schnelle Nacht- oder Festessen. Mit HelloFresh klingt alles. Bestell auf HelloFresh.ch. Emma Original. Ganze 100 Nächte Probe schlafen. Jetzt online bestellen. So, die Blut, das ist nicht aufgeräumt. Kein Stress. Santa Maria, ist die ganze Burenhaft hier mitgenommen? Fahren wir endlich los. Chef, gib ihm PS, Brudi. Smile. Versicherung ohne Blabla. SmileDirect.ch. Zwei. 14.000 Läuferinnen und Läufer aus über 60 Nationen. Der Engadin Skimarathon. Sonntag ab 8.10 Uhr live. SRF 2. Schneesport auf SRF. Mit Helvetia. BKW. Swisscom. Und Raiffeisen. Ein ganz herzliches Willkommen aus dem norwegischen Vikersund, wo heute und morgen der neue Skiflug-Weltmeister auserkoren wird. Hier im Hintergrund sehen wir bereits den Monsterbacken, die größte Schanze der Welt. Und es ist ein spannendes Event, Marco, weil es da auch ganz viele Favoriten gibt. Ja, die Favoritenliste, die ist relativ breit angesetzt. Und zwar haben wir da zum einen die slowenische Flugschule mit Manse Lanišek oder am Timi Seitz. Wir haben hier einen Adler, der gerade im Moment in den Slow-Mos gesehen ist. Der Stefan Kraft, der klar dominiert hat hier in der Quali und auch im Training. Also, es ist alles offen und wird auf jeden Fall spannend. Ja, Stefan Kraft, der ja gestern die Qualifikation auch gewonnen hat und das trotz
Rückenwind. Die Österreicher, die ja schon lange warten auf einen Skiflug-Weltmeister 2008. Gregor Schlierenzauer, der letzte. Da haben die Schweizer weniger lange warten müssen 2010 mit Simon Amann in Planica. Was traust du den Slowenen zu? Die sind auch bekannt als gute Flieger. Ja, es ist schon lange kein Geheimnis mehr, dass in Slowenien extrem gut an der Flugqualität geschaffen wird und sie denkförlich werden, sobald es um Skiflüge geht. Ich meine, das sind auch Namen wie zum Beispiel Robert Kranjec, jetzt, wo die Skiflugkultur über mehrere Jahre prägt hat. Und jetzt auch mit einem langen Timi Seitz, aber auch mit den Preutz-Brüdern, und Domen Preutz, der ein unglaublicher, aggressiver Skispringer, Skiflüger ist. Man muss sie einfach auf der Rechnung haben. Sie sind häufig beim Skifliegen entweder alles oder nichts. Und ich kann mir schon vorstellen, dass wir heute mit mindestens zwei oder sogar drei von diesen Athleten belohnt werden. Und auch rechnen muss man natürlich immer auch mit den beiden Führenden in der Skisprung-Gesamtweltcup-Wertung. Ryoyu Kobayashi aus Japan und Karl Geiger, der Deutsche, der ja auch amtierender Skiflug-Weltmeister ist. Also schwierig vorherzusehen. Die Vergangenheit hat uns gelehrt, dass auf die Resultate in der Qualifikation nicht immer Verlass sein muss. Definitiv nicht. Wir haben da wirklich. Es ist der Wettkampf, es ist eine andere Ausgangssituation. Und der Karl Geiger hat sich jetzt noch ein bisschen verhalten im Training und auch in der Quali. Aber man weiß, wenn der Wettkampf losgeht, dann kann der Schippe drauflegen. So, wir sehen hier den Blick nach unten einerseits und mit Patrick Meissen, auch ein Schweizer Name, der da eingeblendet ist bei den Sprungrichtern. Ist schon ein spezielles Gefühl, da oben zu stehen. Die Daten dieses Monsterbackens, dieser größten Schanze der Welt, Anlauflänge 134 Meter, der K-Punkt bei 200 Metern und die Hillsize, also Schanzentisch bis Landebereich, die beträgt 240 Meter. Das ist weltweit unerreicht. Ja, es ist Skiflugschanzen in Planica ist natürlich ähnlich gross, aber der Weltrekord ist da. Also gilt die als die grösste Schanze, wobei der Schanzrekord in Planica nur, glaube ich, 1,5 Meter kürzer ist. Aber das ist natürlich ein unglaubliches Ding. Seit dem Umbau kürzlich sind die ganz grossen Weiten über 250 vermutlich gar nicht mehr möglich. Aber wir haben das auch schon gesagt und wir sind eines Besseren belehrt worden. Also ich bin gespannt, wohin und wie weit das Wochenende wird gehen. Ja, der Weltrekord wohl eher unwahrscheinlich an diesem Wochenende. Die Schanze in Vikersund ist vor 3 Jahren noch einmal umgebaut worden. Da ist auch der Schanzentisch flacher geworden. Aber das sind schon unheimliche Weiten möglich. Johann André Vorfang beispielsweise im Probedurchgang auf 243 Meter gesegelt. Und das Tückische beim Skifliegen ist ja auch, dass man es nicht trainieren darf. Da geht es dann doch auch um das Selbstvertrauen. Ja, und gerade im Vorfang, wo diese Saison ein bisschen Pech hatte, hat sich jetzt da noch mal richtig viel Selbstvertrauen können holen. Und es ist wirklich so, Skifliegen kann man nicht trainieren, das ist eine Sicherheitsfrage. Weil wir sind hier auf einer Riesenschanze. Und das kann nur im kontrollierten Rahmen stattfinden. Das sprich, das sind 3 bis 4 Events im Jahr, die unter der Beaufsichtigung von der FIS stattfinden. Johann André Vorfang haben wir gerade kurz vorbeihuschen sehen mit der Nummer 22. Und was uns auch sehr freut, das Publikum ist zurück an der Skiflug-Weltmeisterschaft. Vor 2 Jahren in Planica war das ja anders. Die hatte zunächst von März in den Dezember verlegt werden müssen. Und da waren dann auch keine Fans zugelassen. Ist für die Springer auch eine andere Atmosphäre, ist auch heute eine ganz andere Atmosphäre, als das gestern in der Qualifikation der Fall gewesen ist. Es ist auch, wenn man es hört, die ganze Geräuschkulisse rundherum, das ist für den Athlet, der nimmt das natürlich wahr, wenn er oben dran am Anlauf hockt und es wird laut. Das verhält sich schon noch so ein bisschen wie ein Stückchen mehr Aufwind, der von unten kommt, so ein bisschen ein Zuspruch. Und Aufwind, habe ich gelernt, ist immer gut. Ganz genau. Und jetzt aktuell haben wir sogar Aufwind, also bis rund 1 Meter pro Sekunde Aufwind. Vorzeichen stimmen. Die Vorzeichen für Sabirjan Muminov, 27-jähriger Kasache, der hier den ersten Durchgang in Vikersund eröffnet. Ja, landet vor dem K-Punkt, die erste rote Linie bei 200 Metern, war nicht weit in der Luft.
Das Blasen im ersten Moment gerade recht auf. Man sieht es hier, Chi läuft stark im Körper her. Er hat eine schöne Höhe, aber er hat keine Geschwindigkeit. Und dann geht die Höhe relativ schnell wieder kaputt. Er ein Athlet, der schon recht lange dabei ist. Skifliegen eher nicht so sein Ding. Er kann dann auftrumpfen, wenn die Chance eher kleiner wird. Flog in der Qualifikation auf 178 Meter. Heute ein bisschen weniger weit von den 40 Fliegern, die in diesem ersten Durchgang starten. Qualifizieren sich 30 für den zweiten Durchgang. Auch Alex Insam, der Italiener, will da natürlich mit dabei sein. Der Mann aus Brixen im Südtirol hält den italienischen Landesrekord. Ja, hat schon ein bisschen besser funktioniert als bei Sabirjan Muminov, aber dich, Marco, stellt es nicht ganz zufrieden. Es ist sicher, da im Skifliegen fühlt sich der Alex Insam relativ wohl. Er taucht meistens auch dann auf, wenn es um Skifliegen geht. Er hat auch schon eine beträchtliche persönliche Bestweite mit 232,5 aufgestellt. Aber der Sprung gelingt ihm jetzt auch nicht ganz. Man sieht richtig, wie er unten dran hinter den Ski kommt und eigentlich durch den Wind, Gegenwind bremst wird. Aber gleich, es geht wieder um Skifliegen und der Alex Insam ist wieder da und 188 Meter sind eigentlich doch ganz in Ordnung für den Moment. Wir werden sehen, wie sich's entwickelt. Das ist das Problem beim Aufwind. Der ist eigentlich Segen für den Skispringer, aber er kann dann auch schnell zum Fluch werden, dann, wenn das Timing beim Absprung nicht stimmt. Matthew Sukup, der Nächste, der Mann aus Calgary in Kanada, qualifizierte sich als 40. und Letzter für diesen ersten Durchgang. Und landet da deutlich früher als die beiden vor ihm gestarteten. 158 Meter gestern in der Qualifikation, heute nur 143 Meter. Bei ganz leichtem Aufwind. Das wird kaum reichen für den zweiten Durchgang. Das bedeutet, wir werden ihn das Wochenende vermutlich gar nicht mehr sehen. Höchstens Teamspringer in Kanadier Aukreis. Also wird das der letzte Sprung sein bereits. Kevin Maltsev aus Estland hofft natürlich, dass das hier noch nicht sein letzter Sprung gewesen ist. Der dreifache estnische Meister. Ein ähnliches Problem wie Sukup vor ihm. Da fehlt es an der Power. Vikersund ist eine Schanze, die geht sehr flach. Im Vergleich zu Planica. Planica ist eine Skiflugschanze, die eher hoch geht und die geht flach. Und man sieht, die Athleten kommen sehr flach daher. Und wenn man dort ein bisschen Geschwindigkeit verliert, dann wird eben der Vorbau, bevor es ins Steile geht, extrem lang und kommt einem dem früher entgegen, weil man nicht die nötige Geschwindigkeit hat, zum Wegfliegen. Man darf da absolut keinen Kompromiss eingehen und muss sämtliche Geschwindigkeit aus dem Anlauf können mitnehmen, um nachher in der Luft noch schneller zu werden. In Planica Yoyu Kobayashi einst 11 Meter über dem Boden. Hier sind 4 Meter eher der normale Wert auf dieser Schanze in Vikersund. So, Casey Larsen, 23-jähriger US-Amerikaner, der Triumphator bei der US-Meisterschaft 2021 in Park City. Für ihn gilt dasselbe wie für Matthew Sukup. Die Amerikaner mit dem Team nicht mit dabei und auch dieser Sprung wird wohl schwierig, sich damit für den zweiten Durchgang zu qualifizieren. Vielleicht noch wichtig zu erwähnen, anders als im Skisprung-Weltcup gibt es an dieser Skiflug-Weltmeisterschaft 4 Durchgänge. Die ersten beiden sehen Sie heute, Durchgang Nummer 3 und 4, wo es dann auch um die Wurst geht. Die zeigen wir Ihnen morgen ebenfalls auf SRF 2. Casey Lars noch hinter Matthew Sukup zurück und dann Fatih Arda İpciolu, erster Türke, der sich für das Hauptfeld einer Skiflug-WM hat qualifizieren können. Die Österreicher haben gestern während der Qualifikation noch darüber gespottet, dass die Schweizer gleich viele Springer mit dabei haben wie die Türken. İpciolu hat sich als einziger für den ersten Durchgang qualifizieren können. Und sammelt da natürlich wertvolle Erfahrungen. Ich finde das gut, wenn er es macht.
Skiflüger, das braucht wirklich viel Erfahrung und auch gewisse Routine. Und er kommt da am Anfang auf eine schöne Höhe. Und nachher läuft der Sprung noch nicht dort her, wo er her muss. Verliert auch noch ein viel Geschwindigkeit, kommt dann relativ schnell wieder zum Boden. Aber es ist natürlich eine coole Geschichte. Immer wieder mehr kommt es vor, dass Türken vertreten sind. Sie beteiligen sich im Wettkampfgeschehen, sie sind qualifiziert und sie haben schon Weltcup-Punkte gesammelt. Von dem her, Hut ab, also die sind da gut unterwegs. Die Schweizer werden ja beim Team-Event am Sonntag dann auch nicht mit dabei sein. Aber das hat den Grund, dass Dominik Peter verletzt nicht mit dabei sein kann. Hat seine Saison nach einer Knieoperation vorzeitig beenden müssen. Deshalb mit Bayer, Deschwanden und Ammann nur drei Schweizer mit dabei. Und jetzt Giovanni Bresadola. Diesen Schrei haben wir schon gestern gehört von ihm in der Qualifikation. Ja, knackt er die 200-Meter-Marke einigermaßen locker. Er ist ein guter Flüger, der Giovanni. Wir haben schon vor zwei Jahren grosse Freude an seinen Sprüngen. Auf das Mal taucht er auf dort in Planica. Und ein Sprung nach dem anderen, recht konstant über 200 Meter. Und auch jetzt, mit dem Absprung war er nicht ganz zufrieden gewesen. Ich selber finde, der Sprung war okay gewesen. Übersetzt gut vom Anlauf in die Flugphase. Hat eine schöne Rundung im Körper, was einem Flügel von einem Flügel ähnlicht. Und ja, fliegt zufrieden ist er nicht. Aber fliegt auf 207 Meter, das ist momentan die Führung. Er hat natürlich noch Reserve, aber er macht das schon gut. Ich glaube, das könnte auch für einen weiteren Durchgang langen. So, und jetzt kommt ein Mann, der weiß, wie man fliegt. Domen Preuz aus Slowenien. Vierter geworden gestern in der Qualifikation mit einem aggressiven Flug. Und auch er wird hier vom Wind weit getragen. Ja, jetzt hätte er sich ein bisschen zurücknehmen können. Er hat sich zurückgenommen im Vergleich zu gestern in der Quali. Man hat es gesehen, nach 100 Metern ist er jetzt 2,5 Meter in der Luft gewesen. Gestern in der Quali ist er nach 100 Metern 80 cm über dem Boden gewesen. Bei ihm gibt es eine Richtung, das ist gegen Führer. Und man hat den Eindruck, man kann ihn denken sehen, wenn er da in der Luft hängt. Das war richtig gut, 231,5 Meter. Praktisch windstill die Verhältnisse. Und leichte Probleme bei der Landung, dennoch gute Haltungsnoten. Und natürlich bei dieser Distanz auch die Führung. Die Punkte von den vier Durchgängen, die werden am Ende zusammengezählt. Also es mag keinen Lapsus leiden an der Skiflugwehr. Arti Aigro aus Estland. Ja, übertrifft sich da selber. Ja, man weiss auch von ihm. Er hat auch schon vor zwei Jahren an der Skiflug-WM tolle Flüge gezeigt. Und jetzt sieht man hier, wenn er viel spät abspringt, er fällt richtig vor der Schanzentischkante runter. Knie knallt zum zurück und da verliert er halt die Höhe. Darum kommt er so flach über den Vorbau der Schanze und segelt aber gleich den noch sensationellen Boden an. Also der ist jetzt fast 60 Meter, ein paar Zentimeter über Boden dem Hang entgegengeleitet. Hut ab, aber da ist noch Verbesserungspotenzial rum. Ja, und er weiß da unten auch, wo er sich diese bessere Ausgangslage verspielt hat. Ist im Moment Zweiter hinter Domen Preuz, Arti Aigro. Etu Nusiainen, 24-jähriger Springer aus Finnland, qualifizierte sich als 25. direkt vor Simon Ammann. Kommt da bei der 200-Meter-Marke runter. Ja, die Finnen. Was ist eigentlich los mit den Finnen? Sie zeigen einen leichten Aufwärtstrend an dem Skiflügen. Und ich hätte jetzt von ihm fast noch ein bisschen mehr erwartet, obwohl seine Gestik gerade nach dem Sprung Positives erahnen lässt. Aber unten geht ihm die Energie noch ein bisschen aus. Er könnte noch ein bisschen frecher sein, noch ein bisschen mehr über das System gehen nach dem Absprung. Dann hätte er noch mehr Geschwindigkeit, um unten wegzufliegen. Es würde ihm noch weiter führen lassen als jetzt auf den vierten Platz. Hat er da zu wenig gearbeitet in der Luft? Zu wenig Risiko genommen, genau. Also dort muss er schauen, dass er kann eigentlich über der Skispitze bleiben mit dem Schwerpunkt und in der Gleitphase bleiben und nicht bremst werden vom Luft, von Luft. Antti Aalto, gleich der nächste Finne, flog 2020 am Kulm in Bad Mitterndorf auf 225,5 Meter. Heute deutlich weniger weit.
super Bilder, die wir hier sehen, die mit der Drohne gemacht werden. Für eine Analyse eher schwierig, weil man den Sprung nur von hinten sieht und technisch wenig beurteilen kann. Aber umso mehr kann man das Skifliegen mal aus einer anderen Perspektive geniessen. Aber ich sehe schon, hübsch aussehen reicht dir nicht bei diesem Sprung von Antti Aalto. Zwischen Rang 5, direkt hinter Nuusiainen. Und falls Sie sich fragen, ob da nach der Rangliste in der Qualifikation gestartet wird, das ist nicht der Fall. Das ist die umgekehrte Gesamtweltcup-Tabelle. Nach dieser Ordnung jetzt Jakub Wolny aus Polen an der Reihe. Auch einer, der weit fliegen kann. Ja, der müsste gehen. Der sieht gut aus. Ah. Zieht den weit runter. Jakub Wolny, ein klassischer Flieger. Qualifikation auf Platz 14 beendet. Das, was er oben macht, das ist super. Es kommt ganz dynamisch in die Flugposition. Also da gibt es keine Turbulenzen, nichts. Er ist ruhig, kommt auch schön über den Ski. Das heisst, der Ski bremst ihn nicht. Unten dran will er vielleicht fast ein bisschen zu gierig was machen. Und dann fährt das System an wackeln und er nimmt sich die Höhe ein bisschen weg. Ich hätte jetzt wirklich richtig Hillside schon fast gesehen fliegen. Aber 219 Meter für einen Moment sicher top. Damit ist er Zweiter hinter Domen Preutz. Ein Slowene, dann ein Pole und auf den ersten Schweizer warten wir noch. Der Blick auf diese Schanze natürlich imposant. Niko Kittosau aus Finnland, der Nächste. Und mir schwirren wieder die Worte im Kopf rum, was du vorher schon über die Finnen gesagt hast. Gleiches Bild. Ja, ich hätte auch von ihm mehr erwartet. Ich meine, es hat sich wirklich ein Aufwärtstrend aufgetan und das sind so ein bisschen verhaltene Sprünge. Die Sprünge sind gut, aber das langt im Skifliegen nicht. Da muss mehr Risiko rein, da muss mehr Pfupf in die Richtung nach vorne kommen. Er segelt ein bisschen im Ski hinein. Auf einer Normalschanze würde es funktionieren, aber nicht im Skifliegen. Da verliert er Tempo und landet halt bei einer Weite von 192,5 ja. Meter. Marco Grigoli weiß, wovon er spricht. Du standst ja selber auch auf solchen Skiflugschanzen. Da kribbelt es schon, oder? Es ist für jeden Athlet immer wieder eine Herausforderung, wenn man den ersten Sprung auf einer Flugschanze macht. Also da sei kein Athlet, das macht er einfach so im Handumdrehen. Wladimir Zografski aus Bulgarien, auch er ist früh unten. 172 Meter, auch das ist ein Wert, bei dem er zittern muss um die Qualifikation für den zweiten Durchgang. Er ist nicht der prädestinierte Skiflüger. Immer wenn es um Skiflüge geht, hat man das Gefühl, er müsste eigentlich schon fliegen, weil auf der Kleinschanze hat er eher eine aggressive Technik, wo man dann vermuten könnte, dass es funktionieren würde. Aber auch wenn man seine persönliche Bestweite von 214 Meter anschaut, ja, sieht man schon, dass er auf der Skiflugschanze nicht daheim ist. So, und jetzt Michael Heiberg, 31-jähriger Österreicher, Vierter geworden an der Skiflug-WM 2020 in Planica. Gestern in der Qualifikation hat er den weitesten Sprung ausgepackt, über 233 Meter, Platz 2 in der Wertung hinter Stefan Kraft. Und das ist viel Qualität, die er hier nach unten bringt. Es reicht womöglich nicht ganz, um Domen Preutz von der Spitze zu verdrängen. Es war spannend zu beobachten. Im ersten Sprung am heutigen Tag, im Probedurchgang, hat er noch etwas mehr Aufwind gehabt. Jetzt hat er praktisch windstill gehabt und hat das Ganze aber sehr intelligent angesteuert. Er lässt den Sprung schön steigen, bleibt über dem System und lässt es fliegen, macht eigentlich wenig Betrieb gegen das System, was er im Probedurchgang noch gemacht hat. Und er segelt wunderschön den Flug aus und holt eigentlich das Maximum aus dem Sprung raus. Michael Heiberg Zweiter, da sind auch seine Trainer zufrieden. Harald Diess heute übrigens Hauptbetreuender des österreichischen Teams, weil Andreas Wiedhölzl, der eigentliche Cheftrainer, Kontakt zu einer auf Covid-19 positiv getesteten Person hatte, heute nicht mit dabei ist. So, Simon Amann, wie viel Flug-Champion steckt noch in ihm? War der beste Schweizer in der Qualifikation mit Platz 26. Kommt aber nicht mehr ganz so weit wie gestern.
erreicht den K-Punkt, mehr aber nicht. Erreicht ihn nicht ganz, 197 Meter. Ja, die Verbindung, die früher so seine Stärke war, da hat er jetzt ein bisschen länger gebraucht. Und im zweiten Flugteil drückt er wie mit der Hüfte ein bisschen gegen das System. Dort verliert sein System ein bisschen Stabilität, es geht ein bisschen auseinander, die Ski gehen weg vom Körper. Und dann läuft es nicht mehr so schön. Ich glaube, da wäre mehr drin gewesen. Der Sprung heute auch in Probe hat mir noch mal ein bisschen besser gefallen. Zumal er ja mit leichtem Aufwind auch gute Bedingungen vorgefunden hat. Simon Ammann im Moment auf Platz 7. Pavel Waschek, der Pole, der Nächste, der sich da den Monsterbacken runterstürzt. Hat seine persönliche Bestweite im Training geflogen, 210,5 Meter. In der Qualifikation dann weniger weit. Landet hier im Bereich von Simon Ammann. Ja, man hat kurz die graue Linie gesehen. Das ist die Linie, die man muss überspringen muss, um in den zweiten Durchgang zu kommen. Und das sollte mir eigentlich knapp gelungen sein, weil Simon Ammann ist jetzt auf erster Warteposition. Also jemand müsste er noch hinter sich lassen, dass er in den zweiten Durchgang kommt. Und sonst, ja, ich glaube, das sollte er noch schaffen. Dann hat er noch mal Zeit für ein paar gute Flüge. Es wäre schade, wenn es nicht mehr aufgeht. Platz 7 also für Pavel Waschek, unmittelbar vor Simon Ammann. Der im Moment als letzter qualifiziert wäre. So, Severin Freund, der nächste Skiflug-Weltmeister von 2014 im tschechischen Harachov, der mittlerweile stillgelegten Flugschanze. Und Freund segelt da auch nicht zu Bestleistungen. Er kommt natürlich auch, er blickt auf eine lange Rehabilitationszeit zurück. Mit vielen Verletzungsgeschichten, viel Verletzungspech kämpft er sich jetzt doch auch schon seit längerer Zeit zurück. Sehr ein selbstkritischer Athlet, man sieht es auch sofort an seiner Gestik. Ist nicht zufrieden, obwohl der Sprung eine Aufwärtstendenz zeigt. Mit dem vierten Platz für den Moment ist er sicher mal dabei und hat Zeit, noch mal sich zu verbessern. Kann er zufrieden sein? Punkte total 181,2. Sehr zur Freude der mitgereisten deutschen Fans. Und jetzt Junjiro Kobayashi. Auch ihm glückte schon ein Sprung auf fast 240 Meter. Ein bisschen eine Wundertüte an diesem Wochenende bislang. Junjiro Kobayashi. Das ist doch auch der erste Athlet neben Malzev Kevin, der wirklich schwache Verhältnisse hat, sprich Rückenwind hat und Pluspunkte bekommt. Stand jetzt also fast gar keinen Wind hat sogar, wo er gesprungen ist, hat er leichter Rückenwind gehabt und dann mag es noch weniger Fehler leiden. Wir sehen unten rechts, jetzt sehen wir die 0,0 Punkte, das hat praktisch Windstill gehabt, andere haben Aufwind gehabt, er macht leichte Fehler, doppelt gestraft. Also es war nicht der Wind, der für den unruhigen Flug von Kobayashi verantwortlich war, sondern der Flieger selbst. Nächstes Ass im Ärmel der Japaner, Naoki Nakamura. Dem der Probedurchgang noch einigermaßen geglückt war, aber das ist nichts. ...166 Meter. Auch bei ihm die Verhältnisse wie auch bei Kobayashi vor ihm praktisch windstill. Es ist schon gut, hat man Geschwindigkeit im Sprung, aber man sieht, der Vorbau, der Übergang vom Flachen nach dem Schanzentisch ist steiler. Der ist endlos lang im Wickers und wenn man die Höhe dort nicht hat, dann kommt die Landepiste eben auch dementsprechend schnell näher. Und endlos lange warten ja die Japaner schon auf einen Skiflug-Weltmeister, Katsuyoshi Funaki, 1998 im bayerischen Oberstdorf.
Ein Deutscher jetzt unterwegs mit Andreas Wellinger. Olympiasieger von Pyeongchang. Ja, das war ordentlich. Für ihn gilt ja dasselbe wie bei Severin Freund. Immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen. So, die Höhe, die er da halt einfach mitbringt, der Dampf am Tisch. Sprich, er bringt einen unglaublichen Druck an die Tischkante, aber auch nimmt das Drehmoment mit, dass er eben über das System kommt und nicht vom Ski gebremst wird und somit kann gleiten. Für die Verhältnisse jetzt, wie es ist, hat Andreas Wellinger dann einen ganz tollen Sprung gezeigt und das bestätigen auch seine Trainer. Andreas Wellinger, Dritter hinter Preutz und Heiböck. Hatte ja nicht nur Verletzungspech, war bei der Bronzemedaille des deutschen Teams in Peking in diesem Jahr nicht mit dabei, aufgrund einer Covid-Infektion. Und jetzt Johann André Vorfang. 243 Meter im Probedurchgang, war da am weitesten von allem geflogen. Na, jetzt wieder gut durch, jetzt muss es einfach fliegen lassen. Ja, das war weniger weit als Preutz und Heiberg vor ihm. Aber 223 Meter hat er auch hier erreicht. 20 Meter weniger als im Probedurchgang. Wo hat er die liegen gelassen? Ja, er hat natürlich vorher ein bisschen mehr Anlauf gehabt, besseren Wind auch gehabt im Probedurchgang. Und der Sprung im Probedurchgang hätte er noch abbrechen müssen, dann wäre sonst zu weit gegangen. Es sind jetzt ein bisschen andere äußere Verhältnisse, macht einen sauberen Sprung. Kann man vorstellen, dass er jetzt mit ein bisschen Respekt dahinter gegangen ist. Weil es ist nicht mehr so aggressiv und nicht mehr so forciert wie noch im Probedurchgang. Vielleicht hätte ihm dort ein Spürchen mehr Risiko am Schanzentisch können helfen. Aber er weiß auch, er kennt die Bedingungen. Wenn Rückenwind ist, mehr Risiko kann auch hinten rausgehen. So, und wir drücken jetzt Gregor Deschwanden die Daumen. Im Sommer Grand Prix im August 2021 in Courchevel erstmals aufs Podest gesprungen. Zusammen im Übrigen mit Simon Ammann. Wie viel Flug steckt da in Deschwanden? Es steht und fällt bei ihm aktuell von der Absprungauslösung. Von der Position, wie er sich drinnen fühlt, fährt er tief und sehr, sehr nahe an die Schanzentischkante her. Relativ spät der Absprung. Richtig. Und das Problem ist, weil er dann den Absprung auf kurzer Distanz ausführen muss, muss er den Oberkörper zur Hilfe nehmen. Das bremst, der Ski stellt es her und dann muss der Ski wieder wegdrücken. Das kostet Geschwindigkeit und Höhe. Fliegen kann der Gregor, aber obendrauf mit dieser Ausgangslage langt es leider nicht ganz deutlich über die graue Linie zu fliegen. Im Moment nur Platz 15 für Gregor Deschwanden. Damit schwierig in den zweiten Durchgang vorzustoßen. Peter Preutz, der hat natürlich andere Messwerte. Der erste Mensch, der die 250 Meter Marke erreicht hatte. Oh, das ist richtig gut. Peter Preutz, der 29-Jährige, haut einen raus. Hat ja einen kompletten Skiflug-Medaillensatz. Bronze 2014, Team Silber 2018 und Gold 2016. Am Kulm in Bad Mitterndorf hier segelt er auf 236 Meter. Ja, das ist jetzt wirklich der beste Sprung von ihm, seit er hier angekommen ist. Also in der Quali hat er Mühe gehabt, in der Probe hat er Mühe gehabt. Und jetzt von Anfang an forciert, vorne raus mit viel Druck am Tisch. Körper und Ski laufen sauber zusammen. Und dann sieht man eben mal, was heisst, was Skifliegen bedeutet. Dann kommt wirklich wie so ein Kran, der einem Hemdkrägel packt und bis ins Tal runtertreibt. Und das ist ja zum Zuschauen grandios, oder? So wird das gemacht. Peter Preutz noch vor seinem jüngeren Bruder Domen Preutz, slowenische Doppelführung. Nach den ersten 24. Der nächste, der oben steht, Konstantin Schmid. Aus dem deutschen Team hat sich in der internen Qualifikation gegen Stefan Laie durchgesetzt. Ist dann ein Luxusproblem, das die Deutschen haben. Schmid mit Schwierigkeiten. Er hat einen ähnlichen Sprungstil wie der Karl Geiger.
eher einer, der den Sprung hoch ansetzt, steil ansetzt. Aber er kann das im Normalfall, aber jetzt ist es nicht ganz gelungen. Da verliert er zu viel Geschwindigkeit. Er hat zwar eine schöne Höhe, aber keine Geschwindigkeit. Und das brauchst du, um unten wegzufliegen. Das haben wir wunderbar bei Peter Preuß gesehen. Ja, der Vergleich natürlich undankbar für Konstantin Schmid, wenn du da direkt nach einem Peter Preuß starten musst, dem wirklich sehr vieles sehr gut gelungen ist in diesem ersten Durchgang. Konstantin Schmid immerhin auf Platz 8. Piotr Schua, auch einer, der fliegen kann, war aber in der Qualifikation gestern etwas krampfhaft unterwegs, nimmt das immer mit einer gewissen Portion Galgenhumor. Volles Risiko, ganz flach. Ja. Man sieht es auch jetzt wieder, er hat das Lachen im Gesicht. Aber er weiß gleichzeitig nicht, ob er auch noch ein bisschen sauer sein soll auf sich selber. Da war auch wieder viel Arbeit mit dabei bei diesem Flug von Piotr Schua. Er kämpft schon die ganze Saison. Sein System, es geht ihm einfach nicht so auf, wie er sich das vorstellt. Und er wird auch hier unten im letzten Flugteil extrem breit mit den Füßen hin. Das ist das Flugsystem, das früher eigentlich sein Markenzeichen war, auseinandergeht. Und er wie so ein Strömungsabriss bekommt und durchs Luftküsse durchgeht. Sicher gut, aber wir haben dann Piotr Schua mit einer Bestweite von 248 Metern. Der hat höhere Ambitionen im Skifliegen. Ja, das kann nicht die Ambition sein von diesem stolzen polnischen Team, das ja schon die gesamte Saison über nicht aus den Schlagzeilen rausfindet. Michal Doleżal, der Trainer, ja auch in die Kritik geraten. Vielleicht kann Kamil Stoch etwas an diesem Zustand ändern. Ein ruhiger Flug, aber er schafft es auch nicht, sich vom Wind mittragen zu lassen. Kamil Stoch ist ein Stylist, er ist wirklich öfter mal bekannt dafür, dass er einmal ein 20 bekommt. Aber wenn ich seinen Sprung jetzt mitverfolge, dann läuft der Sprung bis etwa 100 Meter gut und nachher ist er fertig. Dann lässt er den Sprung einfach laufen, aber es ist nicht mehr die Bewegung in die richtige Richtung nach vorne, die ihn früher ausgemacht hat. Die löst sich wie in Luft aus. Also der Sprung ist fertig und er nähert sich dann dafür schön, aber nicht weit am Boden. Und da sind wir dann wieder beim Thema Konstanz. Kamil Stoch am Sonntag bei der Raw Air Tour in Oslo. Führender nach dem ersten Durchgang, fiel danach noch weit zurück. Da stimmt die Feinabstimmung nicht. So, Daniel André Tande. Vor einem Jahr ganz schwer gestürzt, lag im künstlichen Koma. Der Absprung nicht optimal. Hat die Qualität dann doch noch etwas rauszuholen aus diesem Sprung. Er hat jetzt auch viele Rückmeldungen bekommen vom Ski in der ersten Phase. Das sehen wir hier, wie es Ski gerade schnell hinter die Ohren schlägt, sagt man so schön im Skisprung oder Skiflugjargon. Aber gleich, ich glaube, alles, was er uns hier zeigt, ist ein riesen Lob wert. Wenn man sieht, was dem vor einem knappen Jahr widerfahren ist und er jetzt wieder auf einer Skiflugschanze ist und vor einer Woche wieder einen Weltcup gewonnen hat. Also von dem her kann man wirklich alle Hüte ziehen, die man hat. In Oslo am Sonntag auf der Großschanze, da hat Daniel André Tande seinen ersten Sieg gefeiert, seit eben dieser schweren Verletzung im März 2021 in Planica. Österreichs Antwort auf Simon Ammann. Jetzt unterwegs Manuel Fettner, 36, Jäg, der Routine aus Wien, Silber in Peking auf der Normalschanze hinter Kobayashi. Und das ist stark. Für den Fettner definitiv ein toller Flug. Er ist nie bekannt als ein super Skiflüger. Er ist auf der Normal- und Grossschanze daheim. Und jetzt da wirklich ein ambitionierter Sprung mit einer schönen Höhe, mit einer guten Richtung. Mag ich ihm gönnen. Und er hat doch die letzten Jahre viel gekämpft. Und da, wo er jetzt wieder ist, in dem Alter noch mal so eine Performance anlegen, starke Leistung. Sein Trainer Andreas Wiethölzl hat gesagt, er habe auch einen Bauchentscheid getroffen, Fettner statt wohlgenannt ins Team mitzunehmen.
Und Fettner hat dieses Vertrauen, das der Trainer in ihn gesetzt hat, gerechtfertigt mit diesem Sprung. Ist momentan Achter. Yukiya Sato. Der Japaner startet als 30. mit einer anderen Technik als die großgewachsenen Flieger und mit einem richtig guten Satz. Ein bisschen Mühe bei der Landung, selber gerade ein bisschen überrascht. Ja, er ist einer, der den Sprung extrem aggressiv ansetzt. Wenn man da schaut, wie er rein hockt, ein ganz heftiger Winkel zwischen Ski und Knie, also im Fußgelenk hinein, ist er unglaublich beweglich. Da wird er noch ein bisschen bremst in der ersten Phase, aber da voll aggressiv zwischen die Zehenspitzen rein und dann geht es nur noch in eine Richtung, das ist vorwärts. Ja, da hat er sich auch verbessert gezeigt im Vergleich zur Qualifikation. Das war ein ruhigerer Flug von Yukiya Sato und zeigt es auch an, ist zufrieden mit diesem Auftritt im ersten Durchgang. Auf Platz 5 Yukiya Sato. Das war's von den ersten 30. Wir machen ganz kurz Pause und sind dann zurück mit Kilian Payer und den letzten 10 Fliegern des ersten Durchgangs. Was treibt dich an? Schneesport auf SRF wird Ihnen präsentiert von BKW und den weiteren Sponsoren. Schweiz aufgepasst. Hyaluronsäure. Jetzt auch für Ihre Haare. Neue LCF Hydra Hyaluronic. Für dehydriertes Haar. Hyaluronsäure füllt die Haarfaser auf. Sorgt für 72 Stunden Feuchtigkeit. Es ist keine Magie. Es ist Wissenschaft. LCF Hydra Hyaluronic. Von L'Oréal Paris. Wir sind es uns wert. Sich gegen Unvorhergesehenes abzusichern ist einfach. Schneesport auf SRF mit Helvetia und den weiteren Sponsoren. Einfach, klar, Helvetia. Wir sind zurück in Vikersund bei der Skiflug-Weltmeisterschaft in Norwegen. Da läuft im Moment der erste Durchgang und die Slowenen verzeichnen eine Doppelführung nach den ersten 30 Springern, die sicher unten gelandet sind. Peter Preutz vor Domen Preutz, dahinter Heiberg aus Österreich, Vorfang aus Norwegen und Yukiya Sato aus Japan. Das ist für mich fast die größte Überraschung, der kleine Japaner. Ja, der Japaner Yukiya Sato, der kann Skifliegen. Er hat es einfach jetzt noch in Vikersund noch nicht so gezeigt, hat noch ein bisschen Mühe gehabt. Auch jetzt noch nicht einen Topsprung. Dort liegt noch viel mehr drin. Aber er wird sein Potenzial sicher noch entfalten können. Und wenn dem mal ein Sprung gelingt, dann wird er auch ganz, ganz vorne können mitmischen. Trotzdem, an der Rangliste kann sich nur schon deshalb noch einiges verändern, weil jetzt die Besten des Gesamtweltcups starten. Angefangen mit Kilian Payer, Platz 13 im Gesamtweltcup. Ihm lief es bislang noch überhaupt nicht in Vikersund. Allgemein mit Skiflügen hat er noch Mühe. Wir werden sehen, was er uns so jetzt zeigt. Arbeitet da stark in der Luft und kommt nicht ganz so früh runter wie gestern in der Qualifikation. Da hat er sich als 36. gerade noch qualifizieren können für den heutigen ersten Durchgang. Er hat mit Skiflügen ist er noch nie wirklich Freunde geworden. Er hat dort ein bisschen Mühe gehabt, immer den Druck und Geschwindigkeit gleichzeitig können Chancen zu bringen, sprich mit einem starken Absprung, aber gleichzeitig auch viel Geschwindigkeit können mitnehmen. Diese Balance, das Zusammenspiel ist ihm bislang noch nicht ganz gelungen, auch jetzt nicht. Mit dem 23. Platz wird es ihm leider nicht lange zum weiteren Flug hier im Vikersund können zu absolvieren. Damit fokussieren sich die Schweizer Hoffnungen auf Simon Amann für den zweiten Durchgang. So, Timi Seitz, der Slowene, das ist auch einer, der fliegen kann. Meter im zweiten Training und das ist Wahnsinn! Timi Seitz! 21 Jahre jung und so ein bisschen der Geheimtipp, habe ich das Gefühl, von Marco Grigoli da neben mir.
Hat dich nicht enttäuscht mit den 242,5 Metern? Nein, also der geht hier volles Risiko. Der Ski läuft ganz flach raus und der Körper läuft gleich weiter. Also der spürt vom Ski noch nichts, aber der geht Vollgas in die Richtung, ist nicht hoch, aber unglaublich schnell. Und dann kommt eben genau der Sog, wo er wirklich am Hosenbund sozusagen packt und über die Hillsides abschwingt. Und das ist das Skifliegen in der Rheinkultur. Und man sieht, berührt der Boden nicht. Eine lupereine Landung sieht anders aus, aber das Flugsystem mit dem, die Ski sind ganz plan in der Luft. Das ist wie ein Segeltuch, fliegt der da durch die Luft. Sensationell. Auch gut erkennen gewinnt. Es ist nicht so, dass es keine Turbulenzen gibt auf der Fahrt von Timi Seitz, aber auf dieser Fahrt geht es eben nur in eine Richtung und das ist vorwärts und das ist ganz nach oben im Klassement. Dreifachführung für die Slowenen Seitz vor den Preutz-Brüdern. Also das sind bislang slowenische Festspiele hier in Vikersund. Ah, und die Jury reagiert. Mir geht es geht aber. Weil es jetzt Aufwind gibt. Davon hat Seitz natürlich auch noch profitiert. Bei Aufwind kann man weiter fliegen. Der Österreicher Daniel Huber kann das nicht. Das ist jetzt für den Daniel Huber nicht schön. Aber das macht das Türli auf für den Gregor Deschwanden. Durch den kurzen Sprung wird der Gregor Deschwanden jetzt können im Finale teilnehmen. Freut mich für ihn. Weitere Flüge sind möglich. Daniel Huber, dermassen verkrampft an dem Wochenende. Ein Top-Ski-Flüger, Top-Ski-Springer. Hat einfach zu viel wählen, kann sich nicht freigeben. Wirkt sehr, sehr angespannt, schon in der Position, sehr forciert. 141 Meter, das ist leider kein Skiflüger. Hat es auch gestern mit der Brechstange versucht in der Qualifikation. Daniel Huber, 165 Meter, das war Platz 39, hat sich als Zweitletzter da noch qualifizieren können. Also Daniel Huber wohl nicht mehr mit dabei. Robert Johansson, The Flying Mustache, wie sie ihn auch nennen. Auch er ist schon über 252 Meter weit geflogen 2017 in Vikersund auf dieser Schanze. Ja, Wettkampftyp, unglaublich. Das ist die beste Sprung. Und auch das ist unglaublich gut, was Johansson hier zeigt. Da sind Typen mit dabei, die hast du in der Qualifikation kaum gesehen, die hast du im Probedurchgang nicht gesehen, aber jetzt, wo es zählt, sind sie da. Mal beweisen, Johansson hat man auf der Rechnung beim Skiflügen, aber nachdem, was er uns da alles gezeigt hat, er hat wirklich Mühe gehabt. Im Probedurchgang, ich denke, Jesus Gott, der sieht, das ist nicht der Johansson, den ich vom Skiflügen her kenne. Und jetzt 180 Grad verschieden, Top-Sprung, voll auf Risiko, voll in die Richtung. Und macht alles richtig und wird da vielleicht sogar die Führung übernehmen. Jetzt hast du deinen Johansson wiedererkannt. Landung auch alles sauber. 231 Meter. Ja, Platz 2. Kann da in diese slowenische Phalanx eindringen. Hinterseits vor den Preutz-Brüdern. Und das freut natürlich auch das Heimpublikum. Ante Lanišek, nächster Slowene, auch mit ihm muss man rechnen. Und auch das. Man müsste mal beim slowenischen Teamkoch nachfragen, was der da zusammengebraut hat vor diesem ersten Durchgang. Die einer nach dem anderen springt da die 230 Meter mit einer Selbstverständlichkeit. Da hat man es jetzt gesehen, Körper und Ski laufen so harmonisch zusammen, das kann einem nur lupfen. Und er hat ihn in der Luft Ski auch so flach gestellt, das ist wirklich, Körper und Ski bilden eine Einheit. Das ist ein Flugsystem, das funktioniert. Und das ist die slowenische Flugschule. Das ist halt einfach, ja, unbestritten, dass die einen ganz guten Job machen. Einer der grazilsten Flüge sicherlich, die wir in diesem ersten Durchgang gesehen haben. Einer der unheimlich weit springen kann, steht jetzt oben mit Stefan Kraft. Wir schauen ja noch einmal, ja, das reicht für die Führung. Ante Lanišek, 0,1 Punkte vor Timi Seitz, 0,2 Punkte vor Johansson, 1,1 Punkte vor Peter Preutz. Da ist es unheimlich eng, das verspricht Spannung für den zweiten Durchgang, aber noch ist der erste nicht vorbei. Stefan Kraft. Oh. Auch der hat unheimlich Tempo. Und jetzt. Er zeigt es gerade an.
Gesellt sich da ein Nächster in diese Spitzengruppe. Das war ein bisschen zu viel des Guten, lieber Stefan. Also das ist wirklich ganz, ganz knapp gewesen, dass der überhaupt noch runterkommt. Weil, man sieht es gerade über dem Vorbau, wie knapp, ja, jetzt sieht man es in dieser Einstellung nicht, aber der ist ganz flach über dem Vorbau. Er hat zwar viel Geschwindigkeit gehabt, aber mit seiner ganzen Routine fliegt er unten noch gut weg, aber es langt nicht für die Führung. Stefan Kraft, der Qualifikationssieger von gestern, der Weltrekordhalter auf Platz 5. Aber auch hier nur 2,2 Punkte hinter der Spitze. Also da ist noch alles möglich, selbstverständlich. Keine großen Abstände. Markus Eisenbichler, der Nächste. ...2020 bei der Skiflug-WM in Planica hat er Platz 3 geholt im Einzelspringen und Silber im Teamwettbewerb mit den Deutschen. Aber das war nichts. Er hat jetzt auch eher wieder ein bisschen schwierigere Verhältnisse gehabt, wenn man den Wind anschaut und man bedenkt, dass man doch auch noch das Gap verkürzt hat. Aber gleich auch der Sprung, den er uns zeigt, man sieht richtig, dass man nach dem Schanzentisch auch die Luft ausgeht. Er fällt ein bisschen hinter das System rein, es geht nicht mehr vorwärts. Es war eine Kombination aus schwierigeren Verhältnissen und schwachem Sprung. Hatte da doch auch einiges an Rückenwind, hätte da vielleicht sein Trainer auch eingreifen müssen und das Gate verschieben, denn diese Möglichkeit hat er ja. Er kann das Gate verschieben, ja, aber nur gegen runter. Er kann nur spekulieren mit Pluspunkten. Er darf das Gate nicht gegen hoch schieben. Das ist verboten. Das darf nur die Jury, wenn sie das Gefühl hat, ah, jetzt sind wir an einem Punkt da, wo es nicht mehr fliegt, dann geht man hoch. Marius Lindvik, der nächste Norweger am Start. Vierter im Gesamtweltcup. Zweiter bei der Vierschanzentournee. Olympiasieger auf der Großschanze. Oh, Lindvik, das kann sogar die Führung sein. Sensationell gesegelt, Marius Lindvik. Wie sich der da oben raushält, wenn man jetzt das anschaut, wie die Ski zum Körper laufen, zack, da sind sie schon hinter den Ohren. Etwa 10 Meter nach dem Schanzentisch sind die Ski schon fast hinter den Ohren. Und er bleibt voll drauf. Das ist viel Risiko und das Risiko wird belohnt. Weil da außen macht er keine Bewegung, da ist auch er über dem System, dass er kein Tempo verliert, aber stetig vorwärts fliegt und das klingt ihm da wunderschön. Ski bremsen nicht, Körperski eine Einheit, kann ihn sauber setzen. Also die Führung wird er auf sich haben. Das freut auch den österreichischen Trainer der Norweger, Alexander Stöckl. Marius Lindvik 232,5 Meter und das ist natürlich die Führung in diesem ersten Durchgang. Und das sind doch auch ein bisschen Rückenwind, hat er denn doch gehabt, kriegt 5,1 Punkte gut geschrieben. Also der Sprung ist sehr hoch einzuklassieren. Dann hat alles gepasst bei Marius Lindvik. Jetzt startet der Titelverteidiger Karl Geiger. Zweiter in der Gesamtwertung. Bislang war das nicht seine Skiflug-WM und auch das ist nicht mal in die Nähe der Spitzengruppe, man muss es so sagen. Nicht viele hatten Karl Geiger im Dezember 2020 den Titel zugeteilt bei der letzten Skiflug-WM. Ja, von ihm hätte ich mehr erwartet, weil er ist ein Wettkampftyp. Ich denke, dass er wirklich da Granate zündet. Und bei ihm ist immer schön zu sehen, wenn man da sieht, wie die Hände von ihm hinter dem Körper sind. Das heisst, er kommt nicht mehr über den Ski drüber. Er ist wirklich hinter seinem Ski stehen geblieben, wird permanent bremst. Und das ist bei ihm so ein bisschen das Zeichen, wenn die Hände hinter die Hüfte rutschen in der Luft. Dann probiert er es noch, aber er kommt eben nicht mehr über das Drehmoment raus, dass er nachher ins Gleiten kommt und kein zurück. Platz 11 also für Karl Geiger. Doch auch schon über 30 Punkte Rückstand. Und nur einer steht noch oben in diesem ersten Durchgang. Ryoyu Kobayashi, Olympiasieger auf der Normalschanze. Vierschanzentournee-Gewinner. Ja, Silber hat er natürlich auch noch geholt auf der Großschanze in Peking. Auch er ein Wettkampftyp,
mir genauso wie Karl Geiger noch nicht geliefert. Und das bleibt auch so nach dem ersten Durchgang. Also die beiden Besten im Gesamtweltcup, die können hier ihre Top-Performance nicht abrufen. Obwohl wir fest damit gerechnet haben, dass sowohl Geiger als auch Kobayashi sich steigern können. Steigern werden im ersten Durchgang. 204,5 Meter. Da oben in der ersten Phase ein bisschen schnell Gas geben, ist ein bisschen zu forciert nach vorne rausgesprungen und muss dann ein bisschen warten. Und diese Wartesituation geht er ein bisschen zurück. Man muss aber auch sehen, er kriegt 8,2 Windpunkte gut geschrieben. Er hat jetzt doch vom Feld am meisten Rückenwind. Es sind allerdings kleine Differenzen, die nicht ganz die 204,5 Meter rechtfertigen. Also da wäre sicher mehr drin gelegen. Klassiert sich damit auf Platz 14. Drei Plätze hinter Karl Geiger. Und das ist sie, die Rangliste des ersten Durchgangs. Marius Lindwig mit einem sensationellen Flug über 232,5 Meter vor Lanišek und Seitz, der den weitesten Sprung gezeigt hat. 242,5 Meter weit ist er geflogen. Die Schweizer liegen weiter hinten, aber es sind zwei mit dabei in Durchgang Nummer 2. Da starten nur noch die besten 30. Simon Ammann als 25. und Gregor Deschwanden auf Platz 30 hat sich gerade noch so reingemogelt in den zweiten Durchgang. Kilian Payer als 31. Das ist natürlich bitter. Das ist der undankbarste Platz überhaupt. Schade. Ja, es ist ihm nicht aufgegangen. Und es kommen noch weitere Skiflüge. Wer weiß, vielleicht wird ihm noch ein Knopf aufgehen im Bereich Skiflüge. Ja, die Saison geht ja weiter dann in Oberstdorf. Und in Planica, zwei Skifliegen stehen da noch auf dem Programm. So, mit diesem Blick auf den Monsterbacken runter machen wir doch auch eine kurze Pause mit Verbraucherinformationen. Sind dann rechtzeitig zurück für Durchgang Nummer 2. Schneesport auf SRF mit BKW. Swisscom, Raiffeisen und Helvetia. SRF Schweizer Filmpremiere. Happy Birthday. Ein beschauliches Familienleben. Erzähl alle, dass du ins Geheimnis bist. Eine verborgene Affäre mit einem illegalen Einwanderer. Wir brauchen irgendein Dokument, das sie persönlich ausweist. Eine Familie zwischen Liebe und Verrat. Auf dem Schreibtisch mit der Spitalanlage. Ich weiß alles. Spagat. Mittwoch, 20.10 Uhr, SRF 2. Für alle, die diese Ärzte so vermisst haben. Ihr müsst es nicht allein durchstehen. Kommt jetzt die neue Staffeltherapie. Zu wissen, dass jemand für einen da ist, ist unbezahlbar. Die Free-TV-Premiere mit Doppelfolgen. Schön, wieder zurück zu sein. Grey's Anatomy ab 21. März, SRF 2. Hey Finn, bist du am Einkaufen? Ja. Das habe ich als Kind auch mal gemacht. Sollte aber nicht, gell? Warum nicht? Was würden deine Eltern sagen? Die machen das doch auch. Ich rede mal mit ihnen. Was hat der Bia gesagt? Er hat ja als Kind auch schon mit dem Handy gekauft. Steht an Kasse, Subi to go. Scannen und zahlen in der Migros-App. Am 27. März tritt Chris de Burgh im Rahmen eines Wohltätigkeitskonzerts zugunsten der Ukraine auf. Das Konzert findet in der reformierten Kirche in Küsnacht statt. Bis zu 600 Plätze werden in der Kirche angeboten. Tickets werden keine verkauft. Die Besucherinnen und Besucher dürfen für den Eintritt so viel spenden, wie sie möchten. Chris de Burgh hat in seiner Karriere seit Mitte der 70er Jahre fast 50 Millionen Alben und Tonträger verkauft. Mit rund 200 Gold- und Platin-Auszeichnungen zählt er zu den erfolgreichsten Solisten der Popmusik. Große Enttäuschung für Moderator Benny Thonherr. Der Showmaster wäre ab dem 10. März für das Musical und Ewig brennt's für in Zürich auf der Bühne gestanden. Stattdessen musste der 72-Jährige eine Hiobsbotschaft entgegennehmen.
Die Produktion des Musicals wurde kurzerhand auf Eis gelegt. Tonherr spielte schon in diversen Musicals mit, wie beispielsweise im Stück Zibik-Spengstli. Elon Musk und Sängerin Grimes sind zum zweiten Mal Eltern geworden. Die Tochter trägt den Namen Exadarkside Ryle, abgekürzt Y. Die Symbolik hinter dem außergewöhnlichen Namen ist noch nicht bekannt. Das Mädchen sei im Dezember mit Hilfe einer Leihmutter zur Welt gekommen. Das Paar hat bereits einen gemeinsamen Sohn namens XA-12, abgekürzt X. Diese Buchstaben sind eine Mischung aus verschiedenen Bedeutungen wie mathematischer Symbolik, künstlicher Intelligenz und Musks Lieblingsflugzeug. Wie im Kultmusical Space Dream, Musical-Darstellerin Anya Quinter in die Fußstapfen ihrer Mutter Monika tritt, sehen Sie heute bei Gesichter und Geschichten. Schneesport auf SRF mit Swisscom. Raiffeisen. Helvetia. Und BKW. Und wir sind wieder zurück in Vikersund, wo der erste Durchgang der Skiflug-Weltmeisterschaft bereits Geschichte ist. Wir haben schon Sprünge gesehen über die 240er Meter Marke. Da war einiges mit dabei, Marius Lindwig, der nach dem ersten Durchgang führt. Anze Lanišek sehen wir hier im Bild. Und dann Timi Seitz. Auch seinen Sprung schauen wir uns sehr gerne noch einmal an. Das ist der Mann mit der besten Weite, 242,5 Meter. Der segelt und segelt und segelt und will gar nicht mehr runterkommen, bis er es dann doch tut und sich da beinahe hinsetzt. 10 Meter hinter dem Weltrekord. Das war eine starke Leistung des slowenischen Teams insgesamt, aber auch von Marius Lindwig, der ganz vorne liegt. Und da vorne ist auch alles sehr, sehr eng beisammen. Aber bevor wir hier in den zweiten Durchgang starten, es fanden auch noch die Paralympics statt. Und auch sonst gibt es noch ganz viele News des Tages aus dem Bereich Wintersport. Bitte sehr. Knapp 4 Sekunden fehlen Romy Chop am Ende auf einen Diplomplatz. Die Baselbieterin klassiert sich im Snowboard-Banket-Slalom auf dem 12. Schlussrang. Zeitlich kann sie sich gegenüber dem ersten Run zwar leicht verbessern, verliert jedoch trotzdem noch einen Rang. Ich habe im zweiten Lauf noch mal alles von meinem Körper abverlangt. Mein Körper hat zwar nicht mehr, hat gesagt, er mag nicht mehr, aber mein Kopf hat gesagt, er muss weitermachen. Und ich habe das Gefühl, ich konnte dort auch ein bisschen eine bessere Linienwahl nehmen. Genau, darum ist es recht ähnlich gewesen nachher. Job ist die einzige Athletin in der Kategorie stehend, welche im Alltag auf einen Rollstuhl angewiesen ist. Die 28-Jährige, die mit einem offenen Rücken geboren wurde, braucht daher mehr Energie als ihre Konkurrenz. Knapp 7,5 Sekunden büßt sie schließlich auf die Siegerin ein. Trotz verpasstem Diplom schaut die Paralympics-Debütantin bereits nach vorne. Das Wettkampffieber gefällt mir extrem gut. Ich weiß aber auch, es ist eine mega intensive Zeit gewesen. Mein Körper ist mega froh, dass es jetzt auch mal eine Pause gibt. Und nachher will ich dann wieder anfangen aufbauen, dass ich dann für die nächsten noch besser parat bin. Gold geht an die Amerikanerin Brenna Huckabee. Nach verpatztem Run 1 wehrt sie im Run 2 den chinesischen Dreifachsieg ab. Sie gewinnt vor Zheng Yanghong und Li Tiantian. Auch die Plätze 4 und 5 gehen an China. Im Riesenslalom der Frauen geht in der Kategorie Sehbehindert die Goldmedaille nach Österreich. Veronika Aigner gewinnt mit über 7 Sekunden Vorsprung. In der Kategorie Stehend holt sich China das nächste Edelmetall. Meng Shishang sorgt für Goldmedaille Nummer 14. Und auf dem Monoski in der Kategorie Sitzend gewinnt eine Japanerin Gold, die 25-jährige Momoka Muraoka. Der erste Finalist im Para-Eishockey steht fest. Es ist Kanada. Die Silbermedaillengewinner von Pyeongchang setzen sich gegen Südkorea mit einer Machtdemonstration durch. 11:0 steht es zum Spielende.
Dabei sind die Kanadier schon im ersten Drittel erbarmungslos. Innerhalb 6,5 Minuten schießen sie 6 Tore. Es steht bereits 7:0. Uneinholbar für Südkorea. Auch im Paracurling kann Kanada jubeln. Im Spiel um Bronze gewinnen die Kanadier gegen die Slowaken mit 8:3. Bis zum letzten End ist die Partie eng. Dort schreibt Kanada aber ein Viererhaus und sichert sich die Bronzemedaille. Es ist bereits die 21. Medaille für Kanada an diesen Paralympischen Winterspielen. Im schwedischen Falun gelingt Nadine Fähnrich mit der Nummer 15 ein sehr guter Auftritt im letzten Sprintrennen der Saison und wird Fünfte. Im Viertelfinal zeigt die Schweizerin einen bestechenden Schlussspurt und qualifiziert sich so für die Halbfinals. Dort wird sie Vierte, profitiert hier aber von einem schnellen Heat und kann sich so über die Zeit für den Finaldurchgang qualifizieren. Jonna Sündling, Lokalmatadorin und Olympiasiegerin von Peking, lässt gar nichts anbrennen und gewinnt überlegen. Zweite wird Anna-Maria Lampic aus Slowenien. Auf Rang 3 läuft mit der Schwedin Maja Dahlqvist die neue Siegerin der Sprintwertung. Nadine Fähnrich als Fünfte im Ziel, ein persönlicher Sprintabschluss für die 26-Jährige. 10 Schüsse, 10 Treffer. Elisa Gasparin zeigt im Biathlon-Sprint von Otepää eine perfekte Schießleistung, läuft auf Rang 15 und somit zum mit Abstand besten Saisonresultat. Trotz Schießfehler gewinnt die Französin Julia Simon das letzte Sprintrennen der Saison mit 11 Sekunden Vorsprung auf Vanessa Voigt aus Deutschland. Elisa Gasparin, in dieser Saison nie besser als Rang 40, zeigt auch läuferisch eine ansprechende Leistung, welche mit dem 15. Schlussrang belohnt wird. Mit Aita Gasparin auf 30 und Lena Häcki auf Rang 37 laufen zwei weitere Schweizerinnen in die Punkte. So, das ist wieder der Blick auf die Skiflug-WM-Schanze in Vikersund. Das sieht so friedlich aus, aber wer den ersten Durchgang gesehen hat, der weiß, da kann es ganz schön zur Sache gehen. Bislang ist es eine norwegisch-slowenische Angelegenheit. Nur Flieger aus diesen beiden Nationen in den Top 5. Marius Lindvik ist nach dem ersten Durchgang ganz vorne. Und wir vertreiben uns die Zeit bis zum zweiten Durchgang noch mit ein klein bisschen Werbung. Sind dann zurück, wenn es hier weitergeht mit Durchgang Nummer 2. Bereit. Das beste Netz für die Schweiz. Bereit für den Schneesport auf SRF mit Swisscom und den weiteren Sponsoren. Kino hoch 2. Ich erinnere mich an alles. Aber du kennst nicht die Wahrheit darüber, was sie dir angetan haben. Wir haben doch gerade gehackt. Der will uns vernichten und das werden wir nicht erlauben. Ich habe mich freiwillig gemeldet wegen einer Lüge. Sie werden niemals Frieden finden, bis sie sich selbst eingestehen, wer sie wirklich sind. Jason Bourne. Sonntag, 20.05 Uhr, SRF 2. Auftakt Weltcup-Final. Mittwoch, 9.50 Uhr, SRF 2. SRF 2. Jetzt sparen mit dem Aldi Superdeal. Bis morgen. Pulefilet-Schnetzlitz minus 30%. Thunfisch-Snack 40% günstiger. Und Tortilla-Chips minus 41%. Aldi. Mehr fürs Leben. Grosszügigkeit überall. Cremig, mild und genussvoll. Jaus von Nestlé. Griechische Grosszügigkeit in einem Joghurt. Haben Sie einen Knopf in Ihrer Wohnraumplanung? Dann wird es Zeit für eine professionelle Fachberatung. Bauarena. Die ganzjährige Baufachmesse. Sie bauen. Wir beraten. Jetzt Termin vereinbaren. And we're down, we go, 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 baby, yeah. Acqua di Gio, the new refillable eau de parfum, Giorgio Armani. Wear blue, feel green. Weil jede von unseren Jeans nachhaltiger ist.
Jetzt in den C&A und online. Entdeck die grosse Auswahl an feinen Rezepten von HelloFresh. Frisch an deine Haustür geliefert mit vielen regionalen Zutaten. Bestell heute auf HelloFresh.ch. Erlebnisland Schweiz. Zu zweit den Frühling genießen. Mit dem Mitfahrbillett für nur 38 Franken. Von der Schweiz. Die drei Säulen, drei Küsse zur Begrüßung, sogar das Trüg haben wir erfunden. Und das beste Joghurt von der Schweiz. Das einzige aus nur drei Zutaten. Joghurt, Früchte und ein bisschen Zucker. M-Joghurt pur. Endlich bei dir. Zu Hause. Bequem vom Sofa aus einkaufen. Mit der IKEA-App. SRF 2. 14.000 Läuferinnen und Läufer aus über 60 Nationen. Der Engadin Skimarathon. Sonntag ab 8.10 Uhr live. SRF 2. Immer und überall. Auf der Piste, im Training und in der Freizeit. Immer und überall einfach Geld anlegen mit Raiffeisen Rio. Schneesport auf SRF mit Raiffeisen und den weiteren Sponsoren. Die norwegischen Skiflugfans, sie haben gut lacht nach dem ersten Durchgang. Marius Lindvik ganz vorne. Marco, was hat dich am meisten überrascht an diesem ersten Durchgang? Ja, Überraschung jetzt eigentlich keine gegeben, in positiver Hinsicht. Vielmehr hat mich überrascht, dass der Kobayashi und der Karl Geiger so viel liegen gelassen haben. Mehr in negativer Hinsicht bin ich jetzt ein bisschen überrascht gewesen, weil die muss man immer auf der Rechnung haben. Aber sonst die ersten drei nicht wirklich überraschend. Lindvik vor Lanišek aus Slowenien und Seitz, Timi Seitz, der den weitesten Sprung gezeigt hat im ersten Durchgang. Aber ganz vorne, wie gesagt, mit Marius Lindvik, ein Norweger, eine sehr, sehr interessante Personalie, wie ich finde. Bis zu dieser Saison maximal Platz 7 im Gesamtweltcup. Nun ist er Vierter. Auch der Olympiasieg hat ihn so ein bisschen zum Favoriten werden lassen. An der Vierschanzentournee ist er Zweiter geworden. Und am Samstag hat er auch noch an der Raw Air das Einzelspringen in Oslo gewonnen. Ist da mit Lindvik bis zum Ende zu rechnen oder denkst du, da fehlt dann doch noch ein wenig Konstanz? Der Lindvik ist jetzt schon länger dabei und er hat eine sehr aggressive Sprungtechnik, Flugtechnik. Das ist ja entweder Top oder Flop, wenn man bei ihm zuschaut, könnte man das immer meinen, aber ich habe das Gefühl, er wird immer konstanter. Er hat sich wirklich an sein Limit gewöhnt, er weiß, wo sein Limit ist. Und ich habe jetzt länger keinen Sprung mehr gesehen von ihm, wo er über das Limit drüber geht. Drum jetzt das Gefühl, das wird wirklich ein heißer Kandidat. Aber Stefan Kraft, der jetzt ein bisschen liegen lassen hat, der wird gar nichts anbrennen lassen und volle Attacke geben, dass er Lindvik nochmal gefährlich wird. Stefan Kraft im Moment auf Platz 6, der Österreicher, der erste, der nicht Slowene oder Norweger ist nach dem ersten Durchgang. Die beiden Nationen schon überraschend stark unterwegs nach dem ersten Durchgang, aber das will ja nichts heißen. Da kann es noch einiges an Änderungen geben. 7 Punkte der Vorsprung von Lindvik und dahinter ist es dann ganz eng. Also da hat die Zwischentabelle noch nicht allzu viel Aussagekraft. Ja, praktisch nichts. Wir sind im Skifliegen, da geht es so um viele Meter. Da fliegt man über 200 Meter. Die Abstände, die wir hier haben, die sind typisch auf einer normalen oder Grossschanze. Aber im Skifliegen, dass es so eng ist, das ist wirklich, das haben wir schon in der letzten WM gehabt. Und das macht es eben spannend, dass es auch im Skifliegen dermaßen knapp wird und am Schluss wirklich im letzten Durchgang die paar Meter entscheidet. So weit sind wir noch nicht. Jetzt startet in Kürze der zweite Durchgang und er startet mit Gregor Deschwanden,
der es als 30. gerade noch so geschafft hat in diesen zweiten Durchgang. Hatte bei seiner letzten Teilnahme an einer Skiflug-WM den zweiten Durchgang als 34. ja auch denkbar knapp verpasst. Das gleiche Schicksal ereilte ja Kilian Pay als 31. noch knapper. Guten Flug, Gregor Deschwanden. Kann sich steigern im Vergleich zum ersten Durchgang. Definitiv schon ein ambitionierter Sprung gewesen. Man hat gerade gemerkt, wie er von Anfang an mehr Druck an die Kante gebracht hat. Und dann da dreht es einfach auch schöner über die Skispitzen raus. Das heisst, er ist so in der Luft, dass die Ski nicht mehr bremsen. Braucht bis er dort ist noch etwas lange Zeit. Könnte sicher noch etwas mehr Druck an die Chance die Kante bringen. Aber wir sind jetzt mal bei einem Sprung auf gut 200 Meter und wir haben konstanten Rückgewinn. Er kriegt hier einige Pluspunkte. Plus, er ist der erste Springer. Mal schauen, was es wert ist. Der Rückenwind vielleicht zur Erklärung, wenn Sie nicht täglich Skispringen schauen, der bremst den Athleten oben enorm und deshalb gibt es dafür Pluspunkte, während Aufwind den Athleten beflügelt, ihn weiter fliegen lässt und dafür natürlich dann auch Punkte abgezogen werden. Alex Insam, der Südtiroler, der erste, der Versuch der Schwantens Marke zu überflügeln. Und das gelingt nicht. Da fehlt jetzt doch einiges. Das zeigt schon, dass der Gregor da einen guten Sprung gezeigt hat. Es ist noch nicht der perfekte Flug, aber es ist ein guter Sprung. Wir bewegen uns jetzt doch in der Region von einem Meter Rückenwind in der Sekunde. Konstant im ganzen Hang, teilweise bis zu hat es eine kleine Ausschreitung bis fast auf 2 Meter. Also ich bin gespannt, wie viele Plätze der Gregor noch gut machen kann. War eine Ansage. Sein erster Sprung in Vikersund dieses Jahr über 200 Meter hat er ja in der Qualifikation nicht geschafft. Und auch im ersten Durchgang war Gregor Deschwanden unter dem K-Punkt geblieben, der bei dieser Schanze in Vikersund eben bei 200 Metern liegt. Niko Kytösau aus Finnland, auch er hat sich qualifiziert für diesen zweiten Durchgang. 191 Meter gilt es für ihn zu schlagen, um Deschwanden an der Spitze zu verdrängen. Auch er hat da mit Rückenwind zu kämpfen gehabt. Er kriegt gegen die 20 Punkte gut geschrieben, das heißt doch schon ein beträchtlicher Rückenwind. Macht es aber sehr souverän, weil der Athlet merkt, dass er Rückenwind oder Aufwind hat. Und gerade in der Luft, wenn der Ski drückt, dann merkt er, oh, jetzt kann er noch ein bisschen gehen, jetzt kann er nicht zu fest gehen. Oder wie macht er es? Er bleibt schön in der Balance und lässt den Sprung fertig fliegen. Und er nimmt nicht zu viel, er reagiert nicht zu viel, er agiert genauso viel, wie es muss, wie er muss. Und ja, wird eigentlich belohnt. Die 199 Meter sind okay, auch wenn sie sich nicht gut anfühlen mit dem Wind. Es reicht für die Spitze im Zwischenklassement. Kytösau vor Deschwanden und Insam. Der nächste, der oben sitzt, Antti Aalto, der Finne. Der jetzt natürlich auch von weiter oben startet. Gate 18 im Moment. Von Gate 14 aus war er im ersten Durchgang losgeflogen. Und das reicht nicht. Das reicht wohl auch nicht für Gregor Deschwan. Das wird so sein und er hat jetzt genau das gemacht, was etwas riskant ist. Er springt den Sprung da ziemlich steil an und geht dann aber schnell drauf und noch mehr drauf und noch mehr drauf. Und das ist im Moment eben genau das, was nicht verkleidet. Gerade wenn es Rückenwind hat beim Skifliegen, bei Vikersund, da verkleidet es wirklich gar nicht. Die Sprünge müssen kommen, die müssen sauber laufen, da muss die Höhe und Geschwindigkeit stimmen, dass man da nochmal ins Fliegen kommt. Weil jetzt ist es ganz, ganz schwierig. Man sieht es auch an den Pluspunkten, dass wirklich Rückenwindverhältnisse sind. Ist das auch in einem Ausmaß, dass die Jury sich dann langsam mal Gedanken machen muss? Im Moment noch nicht, weil wir probiert natürlich den Wettkampf so wenig wie möglich zu stören durch Anlauf, Verlängerung oder Verkürzungen. Ich habe natürlich deshalb gefragt, weil wir als Schweiz ein persönliches Interesse haben, dass Simon Ammann die bestmöglichen Voraussetzungen vorfindet. 25. nach dem ersten Durchgang. Und das ist
ganz okay. Leichte Probleme bei der Landung. Ja, unentschieden, Simon, würde ich sagen. Obendrauf macht es wirklich gut. Springt er schön forciert und ambitioniert raus. Aber der Sprung ist früh fertig. Unten dran ist das Gefühl, ist sein Flugsystem nicht mehr effektiv genug. Weil mit den Voraussetzungen, die er sich schafft, nach dem Schanzentisch, müsste der Sprung noch weiter gehen. Aber das, was er oben macht, das ist vielversprechend. Bleibt nach dem ersten, auch im zweiten Durchgang unter der 200er Marke. Aber immerhin übernimmt die Führung vor Kütosau und Deschwanden. Während der eine Schweizer sicherlich Ränge gut macht, wird der andere zumindest keine verlieren. Pavel Waszek, der Pole, fällt hinter die beiden Schweizer zurück. Hat viel Zeit gebraucht, bis er sich eingerichtet hat. Viel Bewegung erkennbar gewesen. Und die Zeit, die er da oben braucht, bis er in seinem Flugsystem ist, wenn man jetzt hier schaut, wie er sich noch ein bisschen einrichtet, das kostet Meter. Und da wird er halt einfach gerade noch mehr gestraft. Kleine Fehler, die werden jetzt doppelt und dreifach bezahlt, weil wir eben schwierige Verhältnisse haben. Das heisst nicht, dass man nicht weit fliegen kann, sondern jetzt muss es einfach stimmen. Genau, der Rückenwind, der weite Flüge nicht per se verunmöglicht, aber da mag es dann die kleinen Fehler wie bei Pavel Waszek nicht leiden und deshalb auch er hinter den Schweizern zurück. Immer noch Amann auf Platz 1, Deschwanden auf Platz 3, Markus Eisenbichler, sicher einer, der die Marke von Amann jetzt attackieren wird. Er gehört schon zu den Überraschungen, die ein bisschen weit hinten sind im Feld nach dem ersten Durchgang. Na, aber das wird reichen, um die Führung zu übernehmen. Für den Eishai, wie sie ihm alle sagen, ist das natürlich ein schwacher Trost. Er ist ein grandioser Skiflüger. Er hat uns auch in Planitza und überall schon wundervolle Flüge gezeigt. Schau an, 204,5 Meter. Das ist eines Markus Eisenbichlers eigentlich nicht würdig. Und das sieht man dann auch in seiner Körpersprache, die er unmittelbar nach dem Sprung anzeigt. Ja, verwirft da fast schon die Hände. Gratuliert Simon Amann, übernimmt nichtsdestotrotz die Führung. 14,6 Punkte vor Amann. Ja, diese Geste, die geht auch ganz klar dahin, dass der Rückenwind den Athleten zu schaffen macht. Ja, er hat zwar eher angezeigt, dass er den Sprung steil angestellt hat, aber man muss halt wirklich, es muss beides stimmen, Sprung und Verhältnis. Daniel André Tande kommt etwas besser weg von der Schanze. Auch ihn haben wir weiter vorne erwartet. Gut zum Beobachten, was passiert, wenn es einem aufstellt. Da steht er sehr steil in der Luft, gerade in dem Moment. Und jetzt muss er ein bisschen mit Feingefühl den Ski vorne abdrücken, dass die Fersen hinten raufkommen und die Skispitzen runtergehen, dass er eben genau dann über sein eigenes Flugsystem kommt, dass er wegfliegen kann. Klingt ihm nicht ganz, aber eben, er tastet sich wieder her in einen Skiflug und er ist auf einem guten Weg. Der Weltcup-Sieg am Sonntag in Oslo auf dem Holmenkollen, der hat sich ja gut getan. Auch da ist er noch mit dabei, 6,3 Punkte hinter Markus Eisenbichler. So, auf SF2 geht es jetzt dann gleich weiter mit dem Riesenslalom der Frauen in Åre in Schweden. Wenn sie hier weiter mit dabei bleiben wollen, und ich finde, dafür gibt es gute Argumente, dann wechseln sie jetzt den Sender auf SRF Info. So, noch einer, der zu kämpfen hat mit den Wetterbedingungen. Etu Nusiainen. Grosse Turbulenz in der Luft. Hat den Sprung nicht können wirklich schön entwickeln lassen. Geht ein bisschen mit den Schultern rein. Und dann fängt es an.
wackeln. Und wenn es einmal wackelt im System, dann kriegt man das nicht mehr weg beim Skifliegen. Und wenn du von Turbulenzen sprichst, dann meinst du hausgemachte Turbulenzen. An allem ist der Rückenwind dann doch nicht schuld. Gesagt, Marco, einer der Flieger. Kann, wenn alles passt. Definitiv nicht. Das ist wirklich, die Turbulenzen gibt es wirklich, wenn man falsch in Sprung eingreift. Und meistens ist es eben ein Reagieren, das dafür sorgt und nicht das Agieren. Giovanni Bresadola, 21. nach dem ersten Durchgang. Du hast es gesagt, Marco, einer, der fliegen kann, wenn alles passt. Und auch hier passt alles. Definitiv, das macht er wirklich cool und frech. Er überholt hier einen Kai Kringeri als Simon Amann, einen Daniel André Tande und einen Markus Eisenbichler, der gerade das Spitzentrio anführt. Und macht das wirklich mit einem coolen Sprung. Überfliegt er hier die grüne Linie und übernimmt hier verdient die Spitze. Skifliegen ist wirklich etwas, was dem Gianni Bresadola gut gefällt. Markus Eisenbichler, Dritter geworden bei der Skiflug-WM in Planica. Daniel André Tande hat 2018 gewonnen und Simon Amann ist ja auch schon Skiflug-Weltmeister geworden. Aber das ist Giovanni Bresadola egal, setzt sich hier mit doch einiges an Vorsprung an die Spitze. Auch er kann zumindest seinen 21. Platz verteidigen. Ein Italiener ganz oben, einer ganz unten, dazwischen auch zwei Schweizer. Simon Amann hinter Markus Eisenbichler und Daniel André Tande. Gregor Deschwanden hat Plätze gut machen können, ist im Moment Sechster. 20 Springer verbleiben noch am heutigen Samstag. Spricht schon jetzt spannend zu werden, dann auch der morgige Sonntag mit den Durchgängen 3 und 4. Was auf jeden Fall klar ist, es müssen alle liefern. Wer hier vorne dabei sein will, der muss über 4 Sprünge der Beste sein. Und ja, das verlangt der Skiflüger so einiges ab. Und Skiflüger ist sehr intensiv. 4 so Sprünge am Stück und es ist ja noch ein Probedurchgang vor diesen Wettkämpfen. Das ist wirklich nicht nur eine nervliche, sondern auch eine körperliche Belastung. Intensiv und auch gefährlich kann es sein, die FIS lässt kein Training zu beim Skifliegen. Es wird nur geflogen unter Aufsicht des Weltskiverbandes. Und aktuell nur auf 4 Skiflugschanzen weltweit, die springbar sind. Harachov in Tschechien gibt es gerade nicht mehr im Moment, weil die ist veraltet, die ist nicht mehr zugelassen. Wer weiß, ob dort ein neues Projekt kommt. Und andere Projekte stehen vielleicht auch noch an. Aber das kann wirklich nur unter Aufsicht von der FIS gewährleistet werden. Im Moment neben Vikersund noch die Flugschanze in Oberstdorf und in Planica, dazu am Kulm. Da wird auch geflogen in Österreich, in Bad Mitterndorf. Das sind aktuell die 4 Skiflugschanzen, die es gibt. Arti Aigro nun unterwegs. Auch das ist ganz ordentlich. Vom 22-jährigen Esten, dessen Vater Kalev bereits nordischer Skisportler gewesen ist. Obwohl er ein bisschen spät ist und vom Schanzentisch runtergeht, er geht jetzt eben genau mit dem Kopf über die Skispitzen raus und ist da drüber und kann sich so noch über die 200-Meter-Marke schummeln. Und zwar deutlich. Ich glaube, der übernimmt da sogar die Führung. Und Aigro und Bresadola, die zwei machen da wirklich einen coolen Job. Du sagst es. 15,3 Windpunkte gibt es noch für Arti Aigro. Überrascht genauso wie Bresadola, mit dem zusammen er im Moment an der Spitze liegt. Kamil Stoch, ein ganz großer dieses Sports, wurde dreimal Olympiasieger, einmal Weltmeister, zweimal Gesamtweltcup-Sieger und er gewann auch dreimal die Vierschanzentournee. Nur die Skiflug-WM hat der Pole noch nicht gewinnen können. Auch ihn haben wir weiter vorne erwartet, eigentlich nach dem ersten Durchgang. Aber bei ihm stimmt noch nicht viel zusammen. Kommt auch hier früh runter. Und das wird wohl weder für Aigro noch für Bresadola reichen an der Spitze.
Mir dunkt's, bei ihm ist das Problem schon in der Anlaufposition. Ich habe das Gefühl, er hat den Schwerpunkt hinter dem Mittelfuß und dann die Absprungbewegung kommt so ein bisschen von hinten nach vorne. Und dann noch 80 bis 100 Meter ist der Sprung vorbei und er hängt ein bisschen im System hinten an. Ein Ausnahmekönner auf der Suche nach der Leichtigkeit. Vielleicht kann man das so umschreiben. Ist also hinter Aigro und Presadola. Ja, zwei überraschende Namen, die da momentan ganz oben stehen. Die Frage natürlich, wie lange können sie sich halten? Überstehen sie auch einen Angriff von Konstantin Schmid? 201 Meter. Also den K-Punkt musste er erreichen, um hier in Führung zu gehen. Und das gelingt Konstantin Schmid. Das waren wahrscheinlich so 205 Meter knapp. Vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Ja, 206. Ja, er stellt jetzt den Sprung nicht mehr ganz zu steil an im ersten Durchgang. Man sieht schon, die Ski schnell auseinander. Auch hier starkes Canting, das heisst, die Ski nicht ganz so flach im ersten Moment. Erst draussen tut sich das dann wieder ein bisschen regenerieren. Der erste Durchgang hat mir nicht so gefallen, weil er steil war. Und jetzt hat er es ein bisschen mit den Brechstangen probiert, aber es ist sicher besser noch als im ersten. Er könnte sich noch ein bisschen freier geben. Und dann fliegt es noch besser. Aber sicher mal eine wohlverdiente Führung. Haltungsnoten 3x18,0. Alles in allem nicht überragend, aber ordentlich. Der zweite Auftritt von Konstantin Schmid. Und gleich der nächste Deutsche, 17. nach dem ersten Durchgang, Severin Freund. Ähnlich der Sprung von Freund, genauso wie davor Schmid. Auch er mit leichten Problemen bei der Landung. Die haben ein bisschen zugenommen, diese Landungsprobleme, habe ich den Eindruck, in den letzten Minuten. Ja, man will natürlich bis zum letzten Moment den Flug ausreizen. Man sieht die grüne Linie als Athlet, ja, und da will man unbedingt drüber. Bloß Skifliegen ist noch etwas schneller als im Skispringen. Ich glaube, das ist auch wieder ein bisschen eingewöhnen. Und was man auch nicht vergessen darf, ist, wir haben einen krummen Bindungsstab hinten. Das heisst, wenn man die Ferse vom Fuß lupft, vom Ski lupft, dann geht das Knie automatisch ein bisschen rein. Und das gibt eine Unstabilität. Wir haben auch schon darüber diskutiert, ob man das mal verbieten will mit dem krummen Bindungsstab. Wir haben auf letzter Saison Keil reguliert, dass das nicht mehr so heftig ist mit dem Knie. Der Bindungsstab ist noch und es zeigt immer noch leichte Auffälligkeiten. Freund vor Schmid, deutsche Doppelführung. Manuel Fettner aus Österreich, der nächste an der Schanze. Im Moment ist das einfach so ein bisschen die Weite, die man springen kann mit diesen Windverhältnissen. So habe ich zumindest den Eindruck. Ja, das ist die Weite, die man mit guten Sprüngen erreicht im Moment. Das war ein guter Sprung, aber kein sehr guter. Da sieht man schon noch ein bisschen eine Unsymmetrie im Sprung, wenn er lang muss warten, bis das System dann wirklich sitzt. Auch hier die Ski stark abgekantet im ersten Moment. Erst draussen, wenn er das System hat, kann er ruhig fliegen. Eben, das ist die Weite, wo man springt. Mit einem guten Sprung, aber die sehr guten Sprünge müssen jetzt noch kommen. Aber das zeigt schon auch ein bisschen auf, welche Rolle der Wind spielt auf einer Skiflugschanze. Wenn wir daran denken, dass Timi Seitz auf über 242 Meter gesprungen ist. Im Moment ein guter Sprung, wie du sagst, reicht für Manuel Fettner für Platz 3 hinter Freund und Schmid. Und da ist er hinter dem K-Punkt, also erreicht die 200 Meter Marke nicht. Wie sieht das bei Piotr Schuwa aus? 15. nach dem ersten Durchgang. Er kämpft und auch für ihn ist es nicht der sehr gute Sprung. Er kämpft, glaube ich, jetzt am meisten gegen sich. Das ist wirklich, er springt da raus und nachher
geht er gegen das System. Es ist viel Bewegung in der Luft und die Beine sind so dermaßen breit da unten, dass das Flugsystem zerkeilt. Da ist wirklich keine Harmonie, auch wenn er zur Landung kommt. Er hat vermutlich damals Anfang der Saison einen Fehler behandeln, optimieren, hat einen weiteren eingebaut und jetzt hat sich das leider ein bisschen in einen Teufelskreis beendet. Klar, er springt da immer noch gut mit, aber das ist, wie gesagt, der Piotr Schüa, den kennen wir anders. Ja, wir kennen ihn nicht zwischen Aigro und Bressadola, so viel ist sicher. Kann da keine Ränge gut machen und ist damit so ein bisschen symptomatisch für den Gesamtzustand des polnischen Teams im Moment. Ryoyu Kobayashi, noch so einer, den wir weiter vorne gesehen haben nach dem ersten Durchgang, der Führende des Gesamtweltcups. Oh, das ist gut, das ist richtig gut. Obschon auch er mit Rückenwind zu kämpfen hat, ist das jetzt ein sehr guter Sprung von Ryoyu Kobayashi. Die Jungs wissen natürlich auch, dass es schwierige Verhältnisse sind. Sie kennen die Verhältnisse in Vikersund. Da geht jetzt niemand mehr übertrieben angreifen. Auch er lässt den Sprung nur ausfliegen, gibt da nicht noch mehr Gas, macht nicht noch mehr Betrieb und wird eigentlich belohnt. Ich bin gespannt, was die Weite jetzt wert ist für ihn. Die 208,5 Meter, die er jetzt da springt, könnten ihn durchaus noch ein paar Plätze nach vorne bringen. Ja, übernimmt auf jeden Fall, das war klar, die Führung, 17,5 Punkte vor Severin Freund im Moment. Bin auch gespannt darauf, wie lange diese Führung von Ryoyu Kobayashi jetzt standhalten wird. Jakub Wolny, der Pole, der Nächste, der sich da runterwagt. Im Gesamtweltcup ist er nicht unter den ersten 30 zu finden, ist deshalb auch heute im ersten Durchgang relativ früh gestartet, weil er ein klassischer Flieger ist, hat jetzt aber doch ziemlich Rückenwind auch. Besonders im mittleren Teil haben wir recht grossen Rückenwind, also bis zu 2,5 Meter, aber jetzt ist alles gut, mal schauen, wohin geht's. Jakub Wolny. Na, kommt da nicht an Kobayashi ran. Obschon es auch kein schlechter Sprung gewesen ist, gemessen an den Verhältnissen. Ja, er hat jetzt doch 30,3 Punkte gekriegt, der Windkompensation gut geschrieben. Das sind 1,74 Meter pro Sekunde Rückenwind. Also ein guter Sprung für die Verhältnisse. Wie gesagt, dass es jetzt deutlich über den K-Punkt geht, da müssen Granaten her, dass es dann wirklich fliegt. Es ging nicht mal bis zum K-Punkt, 197. Aber dennoch hält er sich da auf Schlagdistanz zu Kobayashi. Das war Peter Preutz, den wir da gesehen haben beim energischen Handschlag. So, Andreas Wellinger, langsam aber sicher kommen die Jungs, die da ganz schön weit gesprungen sind im ersten Durchgang. Wellinger 212 Meter. 203 reichen, um Kobayashi von der Spitze zu verdrängen. Auch er 29,3 Windpunkte. Der Rückenwind macht auch ihm zu schaffen. Ich denke, das ist genau der Unterschied zwischen ihm und eben einem Ryoyu Kobayashi, der mit diesen Verhältnissen ganz offensichtlich besser zurechtgekommen ist. Der Kobayashi, der hat dann vor allem halt auch noch ein bisschen mehr zu können. Oder mittlerweile, die Routine ist vielleicht der falsche Begriff. Der Andreas Wellinger ist immer noch auf der Suche. Er ist nicht mehr ganz dort, wo er mal war, aber Kobayashi ist jedenfalls in Topform. Und das Selbstvertrauen bringt dann der halt auch mit, bei so Verhältnissen noch weiterzuspringen. Weil die Verhältnisse sind ähnlich gewesen. Ein bisschen besser schon beim Kobayashi, aber ähnlich schlecht wie jetzt auch beim Andreas Wellinger. Hat sie sicherlich besser für sich nutzen können, Ryoyu Kobayashi, als das jetzt bei Wellinger der Fall gewesen ist.
Und in dem Moment reagiert die Jury auf die Windverhältnisse, weil der Rückenwind ist stärker geworden. Das heisst, wir gehen jetzt, es geht rauf. Wir gehen jetzt auf Startluke 20. Zwei geht rauf sogar. Das gibt dann einen Abzug von 14,7 Punkten in der Endabrechnung, weil man natürlich jetzt ein bisschen von mehr Anlaufgeschwindigkeit profitieren kann. Allerdings wird man natürlich auch durch den Rückenwind bestraft. Das ist jetzt ein bisschen das Dafür und der Wider, was man oben konsumiert, wird dann unten wieder ein bisschen genommen durch den Wind. Hoffentlich wird der Wind jetzt einfach nicht stärker. Ein Tüfteln auch eines von der Rennleitung, die natürlich für die Sicherheit der Athleten sorgen muss, aber die auch gewährleisten muss, dass hier ein faires Springen, ein faires Skifliegen stattfinden kann. Die Sonne ist verschwunden über Vikersund. Der Rückenwind ist ein dominantes Merkmal in diesem zweiten Durchgang. Und wir sind gespannt, wie der amtierende Skiflug-Weltmeister Karl Geiger damit zurechtkommt. Noch zuwarten. Ja, und vielleicht wird da das Gate noch einmal angepasst. Denn es ist nicht weniger Rückenwind geworden in den letzten Sekunden und Minuten. Haben wir Stefan Hongacher, den deutschen Trainer, im Bild. Auch er hatte eine schwierige Entscheidung treffen müssen. Stefan Laie nicht mit dabei im deutschen Team. Norwegen hingegen hat auf den Gesamtweltcup dritten Halvor Egner Granerud verzichtet, weil die Nationen eben nur mit 4 Springern vertreten sein dürfen. Ausnahme Deutschland, das den Titelverteidiger stellt. Und dennoch hat es für Stefan Laie im deutschen Team nicht gereicht. Es hat sich auch schon ein bisschen der Raw Air abzeichnet, dass die Luft vielleicht ein bisschen draußen ist. Er kommt ja auch nach einer langen Verletzungspause zurück in diese Saison und hat das wirklich gut gemeistert. Und ja, er ist auch nur ein Mensch. Und gerade nach so einer strengen und intensiven Zeit ist vielleicht die Luft bei ihm schon draußen. Was die Jury jetzt zum Beispiel gerade macht, ist spannend. Sie schickt einen Vorspringer über die Schanze. Das ist ein Athlet, der zwischen den Weltcup-Springer springt, um die Anlaufspur auch schnell zu behalten, um zu schauen, wie sich das Verhältnis entwickelt. Und ohne Vorspringen zum Beispiel könnte man gar keinen Wettkampf springen. Spannend auch da jetzt ist ein Anders Vannemel am Start als Vorspringer, also ein ehemaliger Skiflug-Weltrekordhalter, ein Robin Pedersen, ein Anders Haare, alles Namen, die bestens bekannt sind. Auch keine Rookies in diesem Business. Also klingende Namen, die dafür gesorgt haben, dass Karl Geiger jetzt doch halbwegs annehmbare Voraussetzungen vorfindet. Wie geht er damit um? Kommt er zunächst früh runter, aber zieht diesen Flug dann noch ein ganzes Weilchen durch. Auf extrem tiefem Niveau, was die Flughöhe anbelangt. Fahrt auch ein bisschen nach, ein Schanz ist her, löst den Absprung sehr spät aus. Und da sieht man jetzt halt einfach die Routine, die er noch hat. Er kann wirklich mit einem schwachen Absprung ganz viel rausholen und gleitet dem Hang nach. Klar, die Verhältnisse sind auch nicht super, aber ich glaube, in der Videoanalyse wird er nachher auch sehen, dass am Schanzentisch oben im Vergleich zu seinen Topsprüngen einiges nicht gestimmt hat. Platz 3 für Geiger ist damit der beste der 4 Deutschen, die bislang unten sind. Und da haben wir das Ganze etwas übersichtlicher noch dargestellt. Kobayashi vor dem Polen Wolny, Geiger, Freund, Schmid und Wellinger, ein deutsches Quartett. Dann vor Manuel Fettner, Aigro, Schuwa und Presadola komplettieren
die Top 10. Da sind die Abstände doch jetzt auch ein bisschen größer geworden, verglichen mit dem ersten Durchgang. Leider auch aus Schweizer Optik für Simon Amann, 14. und Gregor Deschwanden auf Platz 16. Amann im Moment 55,5 Punkte Rückstand auf die Spitze. Und dieser Rückstand wird dann, davon muss man leider ausgehen, auch am morgigen Sonntag noch weiter anwachsen. Bin richtig gespannt, was jetzt passiert. Die letzten 10, die besten 10 aus dem ersten Durchgang, die stehen noch oben. Wir sehen noch einmal den Flug von Ryoyu Kobayashi, der aber auch noch nicht so auslassend gejubelt hat, wie man das sonst von ihm kennt. An dem Flug gibt es wirklich nicht viel auszusetzen. Er macht vieles richtig. Eher ein passiverer Sprung, wenn man seinen Sprungstil sonst kennt. Aber bei diesen Verhältnissen darfst du auch nicht zu aggressiv agieren, weil sonst fährst du bei 130 Meter. Und ich habe das Gefühl, da macht er wirklich vieles richtig. Und der Sprung ist ganz, ganz viel wert, wenn man gesehen hat, was andere grössere Namen nachher nach ihm gemacht haben. Hat gepokert. Ryoyu Kobayashi ist nicht volles Risiko gegangen, hat aber dafür ein sehr, sehr gutes Resultat erzielt. Eines, wie ich denke, an dem sich auch die nachfolgenden Skispringer noch werden beweisen müssen, zumal die Verhältnisse noch nicht wirklich besser geworden sind. Norwegische Volksfreude auch zu erkennen. Vikersund ja keine Stadt, sondern bestenfalls ein Dorf, gemessen an der Einwohnerzahl 2600 leben im Süden Norwegens in Vikersund. Und morgen Sonntag, wenn dann wirklich die Entscheidungen fallen, dann darf man damit rechnen, dass da doch noch einiges mehr an Publikum sich versammeln wird rund um den Monsterbacken. Ja, der Wind pendelt sich vermutlich jetzt in einer gewissen Regelmäßigkeit ein. Klar, ungünstige Verhältnisse, aber solange es bei allen gleich ist, dürfen wir auch nicht jammern. Dann müssen alle liefern. Auch Yukiya Sato. Der hat mich überrascht im ersten Durchgang. Wie kommt er mit den Windbedingungen klar? Ja, ziemlich gut. Macht wirklich einen guten Sprung. Und wir sehen jetzt auch bei ihm, wie er unten dran den Sprung über den Boden hebt. Also er geht dort nicht mehr Betrieb machen, gibt da oben das nötige Gas. Statt am Anfang vielleicht auch noch ein bisschen steil in der Luft. Ist jetzt nicht so schlimm, weil es nicht so viel Aufwind hat. Und da hebt er den Sprung wirklich nur noch raus. Er hebt ihn über den Boden, dass er möglichst weit noch fliegen kann. Ist nur am Verwalten, aber das muss er jetzt machen und er wird belohnt. Also das könnte sogar sein, dass er die Spitze von seinem Landsmann angreift. Yukiya Sato, es reicht nicht ganz. Aber 0,1 Punkte Differenz zwischen Kobayashi und Sato. Die beiden praktisch gleich auf. Hätte Kobayashi aber dennoch gefuchst, wenn da der Teamkollege ihm dann auch den Rang abgelaufen hätte. So, Johann André Vorfang. Unvergessen sein weiter Flug im Probedurchgang über 243 Meter. Tagesbestweite bis dahin. Und auch im zweiten Durchgang ein ordentlicher Auftritt von Vorfang. Wenn man jetzt die Flüge anschaut und vergleicht mit den Flügen aus dem ersten Durchgang, dann merkt man schon, das lebt nicht mehr so extrem. Die sind sehr stark, die Sprünge am Heben. Es wirkt fast ein bisschen blockiert. Aber das ist jetzt halt effektiv auch wegen der äußeren Verhältnisse. Und gleich, da sehen wir schöne Sprünge, gut über 200 Meter. Es hebt sie nicht mehr so schön raus. Aber die Top-Athleten, die fliegen da locker noch über 200 Meter. Das Taktieren der ganz Großen, das wir da im Moment im zweiten Durchgang sehen. Und von unfairen Verhältnissen kann auch keine Rede sein. Im Moment sind die wirklich für alle gleich. Die Jury hat gezeigt, dass sie imstande ist, schnell zu reagieren, wenn es vonnöten ist. Johann André Vorfang setzt sich vor die beiden Japaner, Kobayashi und Sato, an die Spitze. Aber jetzt geht es natürlich Schlag auf Schlag. Michael Heiböck. ...227,5 Meter im ersten Durchgang. Er beherrscht Druckgewinn, er kann damit umgehen.
Ja, das könnte bereits wieder eine Ablöse sein beim Platz an der Sonne. Eiböck mit einem Satz über 209 Meter. Und noch dazu mit 30,1 Windpunkten. Ja, die Marke mit den 30 Pluspunkten pendelt sich ein bisschen ein. Das sind alle etwa in diesem Bereich, plus minus ein paar wenige Punkte. Ja, es ist auf jeden Fall sehr, sehr eng und auch das ganz eine knappe Führung. Es reicht für Michael Heiböck, um die Spitze zu übernehmen. Vorfang auf Platz 2, der hatte 31,9 Windpunkte. Karl Geiger 36,4, das ist dann schon ein Wert, der es in sich hat. Domen Preutz, auch sein Sprung im ersten Durchgang hatte es in sich, über 231,5 Meter. Auch er kann mit Wind umgehen. Ja, und wie er das kann! Unfassbar, die Slowenen. Domen Preutz. 222,5 Meter. Und also mit dem Sprung, da verletzt er sämtliche Gesetze von der Schwerkraft. Weil erstens, es hat wirklich viel Rückenwind und er attackiert noch voll in die Richtung. Aber was er dann macht, er springt den Sprung so schnell an und dann lässt er es fliegen. Er geht nicht noch mehr nachdrücken und dann kommt er zwar flach, aber sogar auch bei diesen Windverhältnissen, ich meine, er kriegt auch. Was haben wir da? 33,3 Punkte gut geschrieben und fliegt auf 222,5. Das ist genau Wahnsinn. Das, was ich meine. Entsprechend groß der Vorsprung auch auf Michael Heiböck. Die Slowenen, die imstande sind, die Gesetze der Physik außer Kraft zu setzen. Apropos Kraft. Der Sechstplatzierte nach dem ersten Durchgang, Stefan Kraft. Das ist ja Wahnsinn. Jetzt sieht man den Liga-Unterschied oder den, sagen wir, den Klassenunterschied zwischen einem guten und eben sehr guten Sprung. Die Kraft, Creme de la Creme, 230 Meter. Stefan Kraft. Super gelungen, super Korrektur im Vergleich zum ersten Durchgang. Nimmt sich ein bisschen raus. Ein bisschen passiver angehen, obwohl das immer noch sehr, sehr risikofreudig ist, aber im Vergleich zum ersten ein bisschen passiver. Und schon gelingt es ihm. Und dann funktioniert das Flugsystem auch bei Rückenwind. Also wirklich wow, Hut ab, Stefan Kraft, vor dem Sprung. Ist ja dann nur noch aufgrund des Tempos riskant, denn der ist da so nahe am Boden schon, auf dem letzten Drittel des gesamten Flugs, dass da ja eigentlich nicht mehr viel passieren kann. Aber Kraft setzt sich damit natürlich an die Spitze. Auch er mit 32,8 Rückenwindpunkten. Und jetzt kommen nur noch Slowenen und Norweger. Die Top 5 des ersten Durchgangs. Beginnend mit Peter Preutz. Da stehen uns noch 5 Superflüge ins Haus, bin ich mir sicher. Peter Preutz, geschlagen von Kraft. Aber auch sein Sprung hat mir nicht mehr so gut gefallen. Er lässt jetzt gerade nach dem Schanzentisch einige Meter liegen, weil er hier den Sprung steil aufzieht. Da steht er kurze Zeit ganz gestreckt in der Luft, die Hüfte läuft gegen den Ski. Und bisher nachher im Flugsystem ist für Gott einfach ein bisschen zu viel Zeit. Und es läuft dann nicht so schön auf die hohen Flugkurven rauf und fliegt nachher zu lange im Ski hinein an. Gleich, es ist ein super Sprung, muss man sagen. Aber der erste war deutlich besser von ihm. Der erste Sprung über 236 Meter bei günstigeren Bedingungen, was den Wind anbelangt. 207,5 Meter sind es hier. Das ist im Moment Platz 3. 31,4 Punkte. Das lässt sich in 2 Durchgängen noch wettmachen, aber ist schon auch ein bisschen besorgniserregend. Robert Johansson. Auch er einer, der sich im Normalfall nicht groß verunsichern lässt durch die Einflüsse, bedingt durch das Wetter. Aber hier sorgt er dennoch ein bisschen für lange Gesichter beim Anhang. Warum?
hat doch alles gut ausgesehen. Er kennzeichnet sich eigentlich durch seine aggressive Art und Weise, wie er den Sprung anspringt. Nimmt sich jetzt aber auch ein bisschen draus. Und vielleicht sogar fast ein bisschen auf der frühen Seite. Muss dementsprechend länger auf den Ski warten. Zu spät darf man im Ski springen, aber zu früh ist wirklich... Das ist fatal. Er war jetzt nicht viel zu früh gewesen, aber eher auf der frühen Seite. Und das kommt ihm sicher auch nicht entgegen und schon gar nicht bei Rückenwind, weil dann bleibt der Ski noch länger unten. Zwar vor Peter Preuz, aber auch er mit 30 Punkten Rückstand an Stefan Kraft, der in diesem zweiten Durchgang zeigt, dass mit ihm unbedingt zu rechnen ist. Ich bin ganz gespannt auf den Auftritt von Timi Seitz, der nächste Slowene, der im ersten Durchgang seine Bestweite gesprungen ist. Na, aber hier etwas unruhig unterwegs ist, alles in allem. Man kann ihm keinen Vorwurf machen, auch das ist wieder ein super Sprung. 218 Meter. Ich glaube nicht, dass wir jetzt diesen Sprung gross kritisieren oder Fehler suchen. Vielmehr müssen wir halt einfach sagen, dass das, was der Stefan Kraft hier gezeigt hat, eine unglaubliche Leistung war mit diesen 230 Meter. 218 Meter, Timi Seitz. Schwierig ist für jeden. Da trennt sich jetzt ein bisschen die Spreu vom Weizen. Seitz hinter Domen Preuz, Dritter. Ance Lanisek, der nächste Slowene, der zweitbeste in Durchgang Nummer 1. Auch hier über 230 Meter gesprungen. Auch hier kommt früher runter. Das reicht wohl auch nicht, um Timi Seitz zu verdrängen auf Platz 3. Und schon gar nicht, um Stefan Kraft von der Spitze zu verdrängen. Bringt ganz harmonisch raus, lässt sich aber auch in der ersten Phase fast ein bisschen zu fest, zu lange Zeit, um den Ski im Körper zu laufen lassen. Er wartet auf den Ski, er geht nicht gemeinsam mit dem Ski weiter, wird dann ein bisschen bremst. Alles in allem sieht super harmonisch aus. Es ist auch ein ganz toller Sprung. Aber ich kann mich nur wiederholen, das unterstreicht jetzt einfach am Stefan Kraft seine Leistung zu einem weiteren Mal. Kann man sagen, dass Ance Lanisek dem Wetter vielleicht ein bisschen zu viel Tribut gezollt hat? Ja, es ist immer ein bisschen Taktieren. Wie viel soll man wirklich gehen? Oh, wir haben gerade ein Bild gesehen, der Anders Spardal, ehemaliger Spitzenspringer von Norwegen. Lässt sich das Springen da nicht entgehen, respektive das Fliegen? Marius Lindvik, den lässt er sich natürlich auch nicht entgehen. Den Besten aus dem ersten Durchgang. Der kennt nur eine Richtung und der fliegt auch im zweiten Durchgang so richtig gut. Ich würde sogar sagen, in die Kategorie eines Krafts. Die zwei werden spannend. Die zwei schenken sich 0, gar nichts. Er geht auch voll auf Attacke und er weiß genau, wenn er da vorne mitspielen will, dann muss er voll gehen. Und er tut es nicht taktieren, nimmt sich ein bisschen raus oder so, sondern greift voll an und wird vollstens belohnt. Ich kann mir vorstellen, dass das sogar ganz knapp für die Spitze könnte langen. 226,5 Meter werden angezeigt bei Marius Lindvik. 34,5 Windpunkte. Super Noten auch, 19,5, 3 Mal. Haltungsnoten nahezu perfekt bei Marius Lindvik. Und es reicht für den Tagessieg. Lindvik nach den ersten beiden Durchgängen vorne vor Stefan Kraft. Und dann 4 Slowenen. Ja, 3 Slowenen. Johansson hat sich da noch zwischen Lanisek und Peter Preuz eingereiht. Aber das ist schon eine Ansage. Und Kraft, schaut dir das an, hat wohl nicht mehr damit gerechnet, dass er da noch verdrängt wird von Platz 1 zum Ende dieses zweiten Durchgangs hin. Die Norweger-Ehre gerettet. Ja, ich bin wirklich beeindruckt von dem, was jetzt da Marius Lindvik gezeigt hat. Ich habe schon gedacht, nach dem Stefan Kraft gibt es echt wirklich noch mal eine Möglichkeit, noch besser zu springen.
Er hat natürlich auch den Vorsprung aus dem ersten Durchgang mitgenommen. Und der Kraft ist doch noch 3,5 Meter weiter gesprungen, muss man natürlich auch sehen. Also die zwei werden hochspannend. Hatte da einen Vorsprung mitgebracht aus dem ersten Durchgang. 6,5 Punkte sind davon geblieben für Marius Lindwig. Nicht mehr gegenüber Lanišek, sondern neu gegenüber